Gut, dann einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading Spezial mit Mario Lüdemann. Wir machen mit der Webinarreihe an der Stelle weiter. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und Cap Trader. Wir haben ja jetzt aufgrund ja, ein paar technische Schwierigkeiten bzw. Anmeldeprobleme sind wir ein bisschen verspätet, deswegen werde ich jetzt ganz schnell noch den Risikohinweis zeigen. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung nicht als Empfehlung verstehen. Dann sage ich nochmal offiziell: Hallo Mario, schön, dass du da bist und mit uns das Webinar machst. Ich gebe dir den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, perfekt. Ja, dann auch von meiner Seite noch ein Hallo in die Runde. Ja, bei uns war die Problematik, dass wir uns nicht anmelden konnten. Das hat jetzt aber dann doch geklappt, so dass ich jetzt nur gleich gerade die letzten Vorbereitungen hier noch treffen muss. Das machen wir aber alles, kriegen wir alles hin. Ja, wir werden uns anschauen, wie ich die normale Handelsvorbereitung mache, bevor ich ins Trading gehe. Schauen uns auch die Märkte an sich an, vor allen Dingen die Dinge, die eben aus meiner Sicht wichtig sind, bevor man überhaupt ins Trading einsteigt, egal ob vormittags oder nachmittags, ist eigentlich immer der gleiche Prozess, den wir auch zweimal am Tag bei uns durchgehen. Das heißt, immer bevor es in den Handel geht, egal ob ich trade oder auch meine Mitarbeiter, ist immer ganz wichtig, dass wir immer schauen, okay, was passt, was ist wichtig, wo finden wir auch die Informationen dafür. Und ich sehe auch ganz viele bekannte Gesichter hier, beziehungsweise Namen, super. Es freut mich, dass ihr mit dabei seid, alle. Also, womit starten wir eigentlich? Und das ist so der Prozess, den ich jetzt hier Stück für Stück gerne durchgehe. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Chat. Ich werde immer wieder auf den Chat schauen, die Fragen zu beantworten. Das Erste, womit ich immer jeden Tag anfange, ist auch das, was ihr aus dem Wochenausblick kennt, ist natürlich erstmal gucken, wo gibt es denn irgendwelche News, die vielleicht wichtig sind, dass man da einfach immer drauf schaut. Ich suche mir dafür immer die Seite von Investing und dann stelle ich es mal erst auf Deutsch um, so, und dann von hier aus dann eben entsprechend auf den Wirtschaftskalender. Das ist das Erste, was ich mache, denn ich möchte natürlich wissen, was ist jetzt für den heutigen Tag vielleicht noch an Wirtschaftsdaten da? Welche könnten für uns interessant sein? Und dann sehen wir, dass hier ganz viele Daten natürlich auch sind. So, und jetzt könnte man ja sagen, jetzt, wenn man jetzt die Daten anschaut und vorher gar nicht handeln möchte, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir überhaupt nicht ins Trading kommen würden. Und deswegen muss man sich natürlich immer die Märkte raussuchen, auf denen man auch handeln möchte. Das ist für mich als Händler, der hauptsächlich den deutschen und US-Markt handelt, dann relativ einfach, weil ich dann eben nur Europa für mich als wichtig ansehe, die Daten, die daher kommen, und da in erster Linie aus Deutschland. Und als zweites natürlich die USA, weil die beiden Märkte haben natürlich extrem Einfluss auf den Handel von Aktien bei mir. Wenn ich ab und an noch mal Devisen auch mit handle, das ist in den letzten Tagen jetzt weniger passiert, aber wir haben viele Phasen gehabt, gerade Anfang des Jahres Short und Long im Euro, US-Dollar oder auch die türkische Lira. Dann ist es natürlich schon wichtig, dann auch diese Daten mit einzubeziehen. Ja, wie findet man jetzt genau die richtigen Dinge? Ihr könnt hier auf Filter gehen auf der rechten Seite und dann eben entsprechend alles anmarkern oder eben lösen, was ihr nicht braucht. Das heißt also, für mich interessiert mich eigentlich Deutschland-Eurozone. Dann brauche ich die einzelnen Länder eigentlich nicht. Hongkong, Indien, Indonesien, das sind alles Sachen, die ich auch gar nicht handle. In Eurozone ist dann halt auch Niederlande automatisch mit drinne. Kanada handle ich auch nicht. So, und dann habt ihr, USA muss natürlich sein. So, und dann hat man das eigentlich einmal fertig gemacht. So, und dann jetzt noch, ich will nur noch drei Bullen, also alles, was wirklich relevant ist, also auch keine unnötigen. Und dann
habe ich eigentlich alles, was ich haben möchte? Und dann sehen wir schon, dass wir für heute gar keine Ergebnisse haben. Also das ist eigentlich gar nichts, was wirklich relevant ist. Dann schauen wir gleich für morgen auch weiter. Also morgen früh sehen wir schon, haben wir um 9.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index. Klar, die unter euch, die meinen Wochenausblick regelmäßig hören, die wissen das natürlich auch. Die gucken da natürlich auch nach. Da sind die Daten und für die Lagerbestände, die sind dann immer um 16.30 Uhr mittwochs nachmittags immer ganz spannend. Und wenn wir dann schauen, was haben wir sonst noch im Rest der Woche, dann ist ja nur noch der Freitag. Und da würde ich sagen, sind hier zwei Termine eigentlich immer ganz spannend. Das ist 14.30 Uhr. Und überhaupt, wenn die EZB, egal ob jetzt Mario Draghi-Gespräch, ist eigentlich immer wichtig, weil es kommt eigentlich nicht immer so sehr darauf an, auch wenn Zinssenkungstermine anstehen, ob Zinsen jetzt gesenkt werden oder nicht. Das ist im Vorfeld eh meistens klar. Aber was dann wirklich genau gesagt wird, wie in welchem Prozess es dann weitergeht, wie werden die nächsten Quartale sein bei den Zinsanhebungen in den USA, das ist eigentlich so der wichtige Teil. Okay, das sind die Dinge, worauf ich jetzt als erstes achte. Das heißt, ich weiter, also für heute, da kommt nichts, also nichts, was den Markt beeinflusst, was mich jetzt von außen her davon abhalten könnte, entweder Trades einzugehen oder was für mich ein Zeichen wäre, ich müsste jetzt beispielsweise unbedingt Daytrades aufmachen, weil jetzt ein Zinsentscheid um 13.30 Uhr beispielsweise von der EZB war, wo dann anschließend die Pressekonferenz war. Also das sind alles Dinge, die stelle ich dann im Vorfeld, gucken wir das an, kommt da was oder kommt da nichts. Das ist so das eine. Wenn ich das jetzt habe und weiß, okay, von der Seite kommt schon mal keine Unterstützung und kein Störfeuer. Das hat ja beides seine Vor- und Nachteile, egal ob jetzt, wenn wir wissen, okay, es kommt jetzt was, was die Kurse beeinflussen kann, dann ist es ja für mich immer total gut, weil ich das Ganze dann nutzen kann, um beispielsweise entsprechend Devisentrades aufzusetzen, weil eben entsprechend Zinsentscheid da war oder umgekehrt, wenn ich jetzt weiß, okay, es kommt irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann und auch nicht weiß, wie der Markt darauf reagieren wird, naja gut, dann gehe ich halt keine Position an der Stelle ein. Das Zweite, was für mich wichtig ist, ist dann eben der Bereich Finanznachrichten. Das heißt also auch hier kann ich mir dann oder könnt ihr euch auch sehr schnell einen Überblick verschaffen über alles das, was wichtig ist. Also alle Daten für den deutschen Markt beispielsweise, die von Interesse sind, aber auch für die amerikanischen Märkte. Wir sehen hier oben sofort, was sind die Tagesgewinner, Tagesverlierer, wenn wir auf DAX gehen beispielsweise, da sehen wir sofort, okay, sind die typischen, üblichen Verdächtigen auf der Short-Seite, die eigentlich relativ schwach sind, die wir auch in den letzten Tagen schon auf der schwachen Seite gesehen haben. Das ist einmal die Bayer-Aktie hier mit minus 10%, aber auch eine Infineon-Aktie, die wir zum Beispiel auch gestern im Screening-Dienst auf der Short-Seite auf die Watchlist genommen haben und sofort heute minus 4,7% ist. Das ist natürlich immer super, auch vom Timing her, wenn man solche Sachen natürlich so genau hinbekommt. Montags die Aktualisierung, Dienstags geht es dann sofort in die richtige Richtung. Und das ist halt auch über die Maße schwach, weil wir haben hier ein durchschnittliches Minus hier im DAX, 1,6% gerade. Und wenn man dann sieht hier 4,6, das ist halt eine deutliche Outperformance oder auch bei Bayer eben minus 10%, perfekt, auch hier Wirecard. Also genau diese Werte versuchen wir natürlich immer zu finden, die eine entsprechende Outperformance haben auf der entsprechenden Seite, auf der Long- oder auf der Short-Seite. Und ich schaue dann halt wirklich immer, was sind für mich die interessanten Werte, das machen wir auch gleich, wenn wir in den Screening-Prozess hineingehen, schauen, sind wir überhaupt in einer Phase, in der man Long oder Short handeln sollte oder sind wir eher in einer marktneutralen Phase und wovon ist das überhaupt abhängig? So, was bietet uns die Seite noch? Ich stelle die Seite deswegen immer vor, weil sie kostenfrei ist. Das heißt, ihr müsst hier nicht für bezahlen für die Daten, die ihr hier bekommt, auch nicht für die Nachrichten. Das ist für die meisten wichtig, die kleine Konten haben oder noch nicht im Bereich sind, dass sie Daytrading betreiben, sondern wirklich nur im Tag-Stunden-Handel, weil dann reicht es meistens aus tatsächlich. Ja, wenn die Daten, so wie hier beispielsweise 15 Minuten zeitverzögert sind. Ne? Wenn man jetzt Realtime-Daten braucht, dann sieht die Sache natürlich schon anders aus. Aber ansonsten spielt es eigentlich keine große Rolle. Wir sind hier beispielsweise im Tech-DAX, Aixtron heute minus 8,5%. Auch eine Aktie, die wir beispielsweise bei uns
einen Screening-Dienst auf der Short-Seite haben. Ja, also auch da wirklich immer wieder das Ding, DAX oder der deutsche Markt, ungefähr 1,52% im Minus, aber eben die Werte, die auf der Short-Seite von uns gehandelt werden, sind halt wirklich massiv unter Druck. Und das ist ja auch genau das, was wir handeln möchten. So, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach unten gehen, die meistgelesenen News, die kann man sich anschauen, ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht so spannend, denn schaut einfach mal, wo diese Daten herkommen. Das ist immer hier die Seite, die ganz spannend sind. Da sieht man schon, das meiste sind natürlich Zeitschriften, die hier das schreiben und ja, beeinflussen die Märkte? Könnt ihr euch selbst beantworten? Also ja, kann sein, aber ich bin eigentlich nicht so der große Freund davon, weil diese Daten sind ja nicht real-time. Das sind alles alte Daten, mindestens einen Tag alt im Regelfall. Außer wenn ihr zählt, natürlich steht Alexron stürzt ab. Die Gründe, klar, aber das ist ja nichts anderes als das, was man schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher wusste, wenn man Realtime-Daten gehabt hätte. Jetzt kommen wir in den Bereich, den ich total spannend finde, nämlich aktuelle Marktberichte. Hier kriegen wir nämlich die Zusammenfassung dessen, was derzeit gerade wichtig ist. Das heißt, also, wenn man jetzt nicht jede wichtige Nachricht lesen möchte und die wichtigen Nachrichten stehen eine Etage tiefer, unter Ad-Hoc-Nachrichten, das heißt Ad-Hoc, das sind Pflichtveröffentlichungen, da müssen die Unternehmen, wenn es kursrelevante Daten sind, die sie veröffentlichen, Gewinnwarnungen, solche Dinge hier eben entsprechend bekannt geben. So, und das ist natürlich das, was wir als Intraday-Händler nutzen, weil wir da natürlich die Nachricht kommt und wir können sofort binnen weniger Sekunden hier die ganzen Sachen handeln. Wenn wir auf größeren Zeiteinheiten unterwegs sind, beispielsweise im Stundenchart, auch dann sind natürlich solche Nachrichten wichtig. Man kann hier hochprofitabel handeln, auch wenn man erst einen Tag später in entsprechende Trades hineinkommt. Das ist etwas, was wir auch immer in den Seminaren zeigen, wo alle immer total überrascht sind. Aber ich möchte euch ein Beispiel geben dafür, warum man auch am nächsten Tag das gut machen kann. Also denkt mal an diesen Skandal mit VW. Und sowas haben wir ja alle Nase lang, dass es irgendwo eine Nachricht gibt, die sehr kursrelevant ist. Kein Fonds schafft es, innerhalb eines Tages beispielsweise aus seine Position in VW abzubauen, als der Skandal aufkam. So, das hat dazu geführt, dass die Aktie über viele, viele Tage und Wochen gefallen ist, weil sie eben irgendwann natürlich versuchen müssen, aus dieser Aktie herauszukommen oder zumindest ihre Position zu verkleinern. Das heißt, wenn es Nachrichten gibt, die wirklich kursrelevant sind, dann ist es egal, ob der Long- oder auf der Short-Seite, dann wird das nachhalten. Das heißt, der Daytrader nutzt es sofort, nutzt diese erste Bewegung, die dann entsteht, die auch manchmal nur 10 Minuten ist, manchmal aber auch über den ganzen Tag hinweg geht. Aber der Stunden- und Tageshändler kann davon profitieren, dass er diese ganze Bewegung halt aufnehmen kann. Und das ist eben, diesen Unterschied muss man sehen. Und deswegen gibt es da auch nicht besser oder schlechter. Wenn ich das sehe, dass es so eine Nachricht gibt, die kursrelevant ist, versuche ich das auch umzusetzen im Daytrading. Wir sehen, hier gab es eigentlich gar nichts heute. Aber im Stundenchart, wie gesagt, da kann man es auch am nächsten Tag noch, wenn ihr also berufstätig seid und seht jetzt beispielsweise, machen wir mal ein fixes Beispiel, es wird bekannt gegeben, dass plötzlich die Atomkraftwerke doch wieder alle angeschaltet werden und dass wir die Leistung hochfahren, weil man festgestellt hat, dass die ganzen Sachen mit Windenergie nicht funktionieren. Naja, was würde passieren? Also die Aktien wie RWE und E.ON würden wahrscheinlich wieder explodieren, wie sie damals auch implodiert sind, als es umgekehrt war. Und das wird aber nicht nur einen Tag passieren oder 10 Minuten, sondern das wird wieder ganz lange dauern, bis die Fonds sich wieder umgestellt haben, aufgebaut haben, ihre Position. Und deswegen ist es bei kursrelevanten Nachrichten halt immer spannend, das entsprechend umzusetzen. Wenn man jetzt keine Lust hat hier, gestern gab es ganz viele Nachrichten, ich mache das hier mal ein bisschen größer, damit ihr mal seht, so was so an einem Tag auch an Nachrichten reinkommt. Wenn man das jetzt nicht alles lesen möchte, dann geht man eben hier oben drüber auf aktuelle Marktberichte. Dort gibt es sowohl für den deutschen Markt als auch für den amerikanischen Markt so Zusammenfassungen, die man sich anschauen kann, damit man eigentlich immer genau sieht. Ich mache das mal ein bisschen größer auch. Hier sieht man schon das Morning Briefing für USA und Asien. Da weiß man immer das, was am Vortag passiert ist. Das heißt, da informiere ich mich immer, was war gestern. Und dann interessiert mich natürlich immer, was passiert denn heute. Und das ist dann hier eben Marktausblick für den Tag. Und hier sieht man auch, wenn man draufklickt, kriegt man dann eine entsprechende Zusammenfassung dessen, was da ist. So, wenn man dann da reinschaut, sieht man schon, okay,
Wir haben schon gesehen, in Asien gab es einen Rückwärtsgang. Das ist natürlich auch das, was wir uns auch immer anschauen. Wieso, weshalb, warum ist es da zurückgegangen? Dann sehen wir, okay, es gab da entsprechend Minus. Man ging davon aus, dass wir mit 1,25% Minus in den Tag starteten. Dann kann man das sich natürlich sofort anschauen. Ist das dann auch tatsächlich so gewesen? Also sind die Märkte dann auch tatsächlich entsprechend stark zurückgekommen? Und dann machen wir davon abhängig, ob wir beispielsweise neue Shorts aufmachen oder nicht. So, wir haben vorhin gesehen, da stand gut 1% Minus. So kann man ja mal gucken, wie tief haben wir aufgemacht. Und da sieht man, das passt wirklich ziemlich genau, haben damit minus 1,4% beispielsweise aufgemacht. Also das sind eben Dinge, da gucken wir halt. Und wenn die jetzt aber schreiben, der Markt macht 1,25% tiefer auf beispielsweise und der Markt macht aber nur 0,5% tiefer auf, dann kann ich mir überlegen, okay, haben die jetzt komplett falsch gelegen? Also sind die Taxen vorbörslich alle komplett falsch gewesen? Oder würde mein Gefühl auch sagen, nachdem Asien sehr schwach war, die Leute haben ein falsches Gefühl in den ersten Kursen gehabt und ich versuche dann möglichst schnell einen Short Trade aufzubauen. So, dann eben hier, was gibt es hier sonst noch? Handelskonflikt zwischen USA und China. Okay, ist nichts Neues, wissen wir eigentlich schon. Aber ich denke, was wichtig ist, ist das hier. Natürlich stehen am Morgen vor allem wieder die Aktien von Bayer im Fokus. Bayer sacken nach der Entscheidung einer US-Richterin den Schadensersatz im Glyphosat-Prozess gegen Monsanto nur zu senken, vorbörslich minus 3,5%. So, und wenn wir jetzt die Aktie jetzt mal rausholen, also wenn wir so eine Nachricht haben und wissen, okay, dann sind die Leute total ängstlich, was dieses Thema angeht. Und dann ist es eben wirklich sehr spannend, dann eben zu gucken, okay, möchte ich denn hier dann vielleicht einen entsprechenden Trade aufmachen? So, nochmal gucken hier, Bayer, wieso ist es die neue? ADR war man nicht. Ja, der Mario hat dasselbe Problem gehabt. Offensichtlich gibt es da. Warum zeigt er den nicht an? Da gehen wir bei mir aus. Die Software-Probleme. Dann kannst du ihm sagen. An der Browser. So, mal sehen wir, was passiert ist. Also die Aktie ist wesentlich schwächer reingekommen als die erwarteten 3,5%. Und da kann man direkt auf die Webseite gehen und in der Eröffnung danach ist sie gefallen. Das heißt, wenn ich so eine Nachricht lese und weiß, okay, die gehen eh von fallenden Kursen aus, dann brauche ich mir ja nur zu überlegen, okay, möchte ich dieses Spiel mitmachen oder nicht? Und dann sehen wir ja schon im Stundenchart, wie das Ganze abgelaufen ist. Skype, und jetzt ist natürlich immer die Frage, bin ich Trader auf Stunde oder bin ich Trader auf Tagesbasis und oder Trader, der es Intraday macht? Das heißt, hier muss ich dann die Entscheidung treffen, in welcher Zeiteinheit möchte ich denn einen solchen Trade überhaupt aufsetzen? So, und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ich habe hier ein großes Gap gehabt, was hier entstanden ist, 8%. Man ist aber davon ausgegangen, dass das Gap eigentlich nur 3,5 ist. Ist ja eigentlich dann viel zu groß. So, jetzt kann man ja gucken, okay, was wäre jetzt wirklich passiert? Ich möchte das nur mal anhand eines Beispiels euch zeigen, wie wir hier im Handel dann vorgehen. Wir schauen halt, okay, was ist passiert? Also der Markt hat das Gap gemacht. Dann erholt er sich ein bisschen. Jetzt ist natürlich wichtig für mich, als Markttechniker kriege ich hier wieder einen Abwärtstrend in die Aktie hinein, weil das ist am Ende des Tages ja das, was wichtig ist. Und dieser Abwärtstrend entsteht hier. Ob der jetzt kommt, werden wir gleich sehen. Aber wir haben hier die erste Abwärtsbewegung, haben jetzt die technische Gegenbewegung. Wenn der Markt jetzt hier unten drunter durchrutscht, wäre das für mich beispielsweise so ein Punkt, wo ich sagen würde, jawohl, hier könnte es Sinn machen. So, und das ist eigentlich dann das Spannende. Und hier sehen wir auch sofort, was passiert. Mit dem Durchbruch durch das Tief entsteht auch die große Bewegung. Was das Spannende ist, ist eben, dass hier unten drunter unter diesem Tief die Bewegung nicht entstanden ist. Und das sind auch Dinge, auf die wir natürlich auch im Seminar immer eingehen. Wieso, weshalb, warum ist das so, dass hier die Bewegung nicht entsteht, sondern hier ist ja auch eigentlich naheliegend, weil wir haben ja zu dem Zeitpunkt hier beispielsweise noch gar nicht den Trend wieder, weil hier war ein kleiner Trend nach oben, der ist hier erst gebrochen worden, es steht also noch gar kein neuer Trend da. So, und dann muss man einfach gucken und hoffen, dass der Markt dann nach unten wegläuft. Wenn er das macht, dann hat man einen guten Trade. Wenn er das nicht macht, hat man halt keinen. Bis jetzt ist es immer noch so, man ist beispielsweise in der Aktie Short, hat hier oben drüber seinen Stop liegen und wartet jetzt einfach darauf, was hier passiert. So, jetzt machen wir das zum Glück hier im Zeitraffer, dann geht das alles ein bisschen schneller. Jetzt sehen wir, jetzt sind hier neue Tiefs entstanden. Perfekt. Jetzt können wir den Stop natürlich ganz einfach nachziehen. So, und die einzigen Fragen, die man sich stellen muss, ist ja eigentlich immer vor einem Trade,
Was ist denn überhaupt der Handelsplan? Also wie sieht mein Plan aus? Das ist das, was für mich immer wichtig ist im Trading. Wann möchte ich denn überhaupt über was handeln? Das Ganze ist immer schriftlich fixiert, damit man immer genau weiß, was ich machen möchte und nicht, dass man aus der Emotion heraus einen Trade aufmacht. So, jetzt läuft das Ganze hier der Trade einfach weiter. Es gibt eine neue Korrektur hier, schön zu sehen. Es gibt hier ein neues Tief. Das heißt, wir können den Stop hier jetzt sehr schön nachziehen in den Gewinn. Jetzt kann hier mit dem Trade eigentlich gar nichts mehr passieren, egal was kommt. Und das ist eigentlich so das Wichtige, was man eben hat. Jetzt gibt es hier die nächste Korrektur. Spannend wird sein, ob der Markt dann nach unten zieht oder nicht. Das macht er nicht. Er nimmt nämlich uns hier auf der Seite raus aus dem Trade und dann wird man sagen, okay, das war ein sehr kurzer Trade gewesen. Wir haben wahrscheinlich, auch wenn wir 100 Euro Risiko gefahren haben, auch jetzt gar nicht so den Riesengewinn hier gemacht. Das kann man ja ganz gut sehen. Bei 100 Euro Risiko hätten wir vielleicht 70, 80 Euro Gewinn gemacht. So, eine Seite der Medaille. Die zweite ist, und das ist immer die spannende Frage, was sieht der Handelsplan noch vor? Also wir sehen, wir haben einen relativ einfachen News Trade gemacht. Der News Trade hat hier innerhalb einer Stunde etwa 80 Euro Gewinn gebracht bei 100 Euro Risiko. Denke ich, ist vollkommen in Ordnung. Wir hätten gerne mehr gehabt, haben wir aber nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, man hätte ja viel, viel mehr machen können, wenn man Teilgewinnmitnahmen gemacht hätte und. Macht auch auf jeden Fall Sinn, ist auch immer das, was ich natürlich auch immer sage in allen Vorträgen, in allen Coaching-Seminaren. Warum arbeitet ihr ohne Teilgewinnmitnahmen? Es macht das Leben viel, viel einfacher und es ist halt ein gutes Beispiel dafür, warum es Sinn ergibt, eben Teilgewinnmitnahmen zu machen, weil man war ja schon fast 300 Euro vorne und wird jetzt mit 80 Euro Gewinn ausgestoppt. Aber das sind eben dann die individuellen Geschichten, wo jeder für sich selber gucken muss, wie möchte ich das machen. Man kann das Ganze auch mathematisch sehr gut angehen, das machen wir auch immer, dass man also wirklich eine klare Regel aufsetzt und die einfach mal durchrechnet anhand seiner Trades, die man gemacht hat. Und wenn man dann eine Handelsauswertung macht, seines Trading-Tagebuchs, kann man sehr schnell feststellen, wo ist der Point, an dem ihr das Maximum an Gewinn einfahrt bei der Art, wie ihr handelt. Und das ist für mich auch einer der Hauptgründe, warum die einen Trader so erfolgreich sind und die anderen eben nicht. Weil das kann ja nicht sein, dass die einen, die, und das ist jetzt gar nicht abhängig davon, ob man jetzt markttechnisch orientiert handelt, wie ich das mache. Das ist ja auch nur ein zusammengesetzter Handel, beispielsweise bei mir, der aus der Dow-Theorie grundsätzlich kommt, heute Markttechnik heißt, weil Michael Vogt diesen Begriff halt geprägt hat. Aber da spielen ja auch noch viele andere Faktoren rein. Es ist ja nicht das blinde Abhandeln dessen bei fallenden Tiefs und fallenden Hochs, dass man einfach blind in den Markt einsteigt, sondern wir benutzen ja unseren Kopf auch zum Handeln dazu, wie beim Autofahren auch. Da werdet ihr ja auch reagieren, wenn beispielsweise ihr auf der Autobahn fahrt und ihr seht schon da vorne, ihr fahrt mit 180 oder 200 über die Autobahn, und da zieht jetzt vor euch einer auf die linke Spur, dann fangt ihr ja auch an zu reagieren und macht das plötzlich anders, als ihr es vielleicht machen würdet, wenn jetzt kein Auto kommen würde. Ist im Trading genau das Gleiche, das heißt, ihr braucht einen Plan. Und dieser Plan wird sich auch verändern im Laufe der Zeit. Warum? Ganz klar, aufgrund eurer Erfahrungen. Mit jeder Erfahrung, die ihr macht, mit jedem Gewinn, mit jedem Verlust, den ihr einfahrt, werdet ihr anders handeln. Und das ist auch richtig und wichtig so. Und das ist auch die Erkenntnis, die im Regelfall Kunden haben, die ich über ein Jahr oder zwei Jahre auch betreue, dass sich ihr Handelsplan in der Zeit natürlich ändert, logischerweise. Weil wenn man 500 oder 1000 Trades gemacht hat, dann ist man einfach viel, viel besser aufgestellt, weil man eben die Erfahrung aus 1000 oder 2000 Trades hat. Und das hilft natürlich enorm, weil ihr wisst genau, okay, um wie viel Uhr handelt ihr eigentlich, welches System funktioniert gut und welches funktioniert eben nicht so gut. Mit welchem Stop-System fahrt ihr gut? Also hier zum Beispiel den technischen Stop. Super Ergebnis rausgefahren, hätte man aber optimieren können, wenn man Teilgewinnmitnahmen gemacht hätte. Also das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht halt wichtig sind. So, kommen wir wieder zurück zur Bayer-Aktie. Das heißt, Idee war ganz klar, wir haben erst die Nachrichten uns angeschaut, haben dann festgestellt, okay, hier Bayer-Aktie könnte interessant sein. Und dann von dort aus dann auf die Aktie gegangen, geschaut, was macht die Aktie, und von dort aus dann nicht einfach blind in den ersten Kurs hineinspringen, sondern warten, bis das Setup, was man handeln möchte, da ist. So, das ist der Prozess, den wir hier einfach durchgehen. Immer wieder Tag für Tag, und dann hat man dann relativ schnell eigentlich die Dinge zusammen. So, wie wir jetzt hier zum Beispiel das dann gesehen haben für den deutschen Markt in der Bayer-Aktie, genauso haben wir natürlich auch
bei den aktuellen Marktberichten dann die entsprechenden Mittagsmeetings. Das heißt also auch da gibt es die entsprechenden Zusammenfassungen, wo ihr dann auch genau schauen könnt, okay, wie haben die Märkte sich denn hier gerade entwickelt? Und dann gibt es hier eben auch den Ausblick auf die USA. So, und da muss ich jetzt auch selber erst gucken, weil ich jetzt das auch noch nicht gelesen habe, wenn ihr selber auch gerade lesen möchtet. Es haben ja einige große Unternehmen heute Quartalszahlen gehabt. 3M, Caterpillar, McDonald's und Verizon. Und tatsächlich gibt es da auch schon sehr gute Gaps. Also teilweise minus 7% zum Beispiel bei Caterpillar. Also vielleicht ist das auch dann entsprechender Kandidat für heute Nachmittag. Genau, also bei diesen Werten zum Beispiel macht es dann auf jeden Fall Sinn, immer zu schauen, gerade wenn die vorbörslichen Kurse uns schon anzeigen, es geht massiv nach unten. Also grundsätzlich, man findet hier eben bei diesem Ausblick eben sofort eine Zusammenfassung. Man muss sich jetzt nicht alle Sachen einzeln zusammenholen, kann jetzt beispielsweise dann eben schauen, okay, in seiner Liste, die man vielleicht hat, welche Titel sind denn jetzt hier interessant, die man dann vielleicht in seine Screening-Liste dann reinpackt. Und das ist eben, gehört halt auch mit zur Handelsvorbereitung, dass man sich dann eben genau diese Titel halt entsprechend raussucht und sagt, okay, die könnten jetzt beispielsweise heute Nachmittag für mich interessant sein, muss aber gar nicht an dem Tag auch sein. Es kann auch sein, dass diese Werte mit einem großen Gap aufmachen, wie Nelson vorhin schon gesagt hat, und dass man sagt, okay, hier komme ich vielleicht gar nicht in den ersten Minuten in den Trade hinein, sondern beispielsweise erst am nächsten Tag. Weil wenn die Ergebnisse schlecht sind, dann wird es auch hier so sein, dass das eben nicht nur für einen Tag meistens ist, sondern eben auch für über mehrere Tage läuft. Und dann kann man auch genauso gut die Trades dann entsprechend am nächsten Tag aufmachen. Also all das sind eben Dinge, die extremst wichtig sind. Ich mache mal hier gerade nebenbei, während ich rede, im Agena Trader die Kürzel der entsprechenden Werte rein, dass wir uns die auch gleich anschauen können. So, Caterpillar hatten wir noch und also ihr seht schon, das ist gar nicht so schwierig. Man muss sich einfach nur einfach mal hinsetzen und dann die Sachen zusammentragen, die Informationen, und dann wird auch der entsprechende Handel dann halt wesentlich einfacher. Also wenn wir uns jetzt mal kurz anschauen bei den Titeln, wie bewegen die sich, die jetzt die Nelson gerade genannt hat. Also hier haben wir das schon mal den ersten Titel. Da sehen wir schon, die rote und die grüne Linie ist das, was man vorbörslich glaubt, wo der Markt hingeht. Das kann man feststellen anhand der tatsächlich gehandelten Kurse, die es jetzt schon vorbörslich gibt. Das sind die Geld- und Briefkurse, die ihr jetzt zum Beispiel auch in der TWS findet. Daran kann man das zum Beispiel sehr gut feststellen. Caterpillar. Da müssen wir, glaube ich, wie es aussieht, ein bisschen hier runtergehen. So, da sieht man es nämlich, das ist das, was Nelson vorhin schon gesagt hat. Hier geht die Post nach unten ab. Das sieht man also hier schon, dass wir hier schon vorbörslich roundabout 6-7% im Minus sind. Wie schaut es bei McDonald's aus? Da geht man eher von steigenden Kursen aus. Das ist der Schlusskurs hier gewesen bei 166, jetzt bei 170. Und dann haben wir noch 3M. Und die scheinen auch eher im Minus rumzuturnen. Schauen wir mal, was da ist. Da unten, da sehen wir es auch. Also sind wir auch ungefähr 15 Dollar tiefer, was dann ungefähr 7% sind. So, das heißt, wir haben hier zwei Werte, die im Minus sind. 3M und Caterpillar, und die anderen beiden dann eben entsprechend eher im Plus. Und das kann man sich dann auch gerade so sortieren, je nachdem, mit welcher Software man arbeitet. Im Plus und dann im Minus. Und so hat man schon mal in seiner Watchliste vier Kandidaten stehen, wo man sagen kann, okay, jetzt muss man natürlich differenzieren, ist man Daytrade, also möchte man Daytrades aussetzen oder möchte man den Trade auf Stundenbasis aussetzen. Und das macht eben jetzt den Riesenunterschied im Handel, denn der Daytrader, der jetzt im Minutenchart agiert, müsste jetzt wie bei Bayer tatsächlich dann, ja, ich sag mal, die nächsten zwei Stunden dann nach Börseneröffnung halt schauen, kommt eine Korrektur, wie komme ich aus der Korrektur vielleicht in den Trade wieder rein? Also genau das, was wir uns vorhin in der Bayer-Aktie angeschaut haben. Gehen wir nochmal kurz auf Bayer, damit ihr das auch nochmal habt.
haben wir hier im Screen uns angeguckt, genau. Also das hat hier ja auch, wenn wir uns das anschauen, also der Durchbruch kam jetzt erst um 9.51 Uhr, also es hat fast eine Stunde gedauert, bis der Trade zustande gekommen ist. Das ist auch normal, weil wie gesagt, am Anfang ist ja das Gap erstmal da, da müssen sich erstmal Angebot und Nachfrage ausgleichen und dann entsprechend kommen diese Trades. Das heißt, da muss man dann schon ein bisschen Zeit mitbringen für diese Art des Tradings. Wenn ihr sagt, naja, ich habe sowieso keine Zeit fürs Daytrading oder ich will kein Daytrading machen, dann nimmt ihr einfach den Stundenchart, so wie ich das hier auch aufgemacht habe. Dann macht man den Trade entweder nach einer Korrektur, wenn ein Umkehrsignal kommt. Ich zeichne das einfach mal ein, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie ich im Handel vorgehe. Also wenn die Aktie jetzt hier tatsächlich hier unten aufmacht, wie gedacht. So, jetzt fällt die vielleicht auch noch im Moment und dann kommt die jetzt erstmal nach oben. So, und jetzt macht die hier was beispielsweise auf diesem Niveau hier, versucht die wieder runterzulaufen, dann würden wir, wenn wir uns das mal als Stundenkerze vorstellen, dann wäre das so, dass wir hier im Prinzip hier die Oberseite haben, so und so. Und dann sehen wir eben, okay, jetzt kommt hier eigentlich, der Markt ist hochgelaufen, ist runtergelaufen, wäre jetzt auch nicht so für mich das Signal, dass ich sagen möchte, da möchte ich jetzt einsteigen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt sowas sehen würden nach einer Korrektur, hier so die zweite Kerze, hier die weiße, dann könnte man wieder schauen, okay, jetzt möchte ich, wenn der Markt runterzieht im Stundenchart beispielsweise, einen Short Trade aufmachen, so eine sogenannte Umkehrkerze, wo es dann wirklich Sinn macht, hier beispielsweise einen entsprechenden Trade aufzumachen. Und das muss man sich halt immer ganz genau anschauen. Und selbst wenn man den Trade heute nicht bekommt, die meisten guten Trades tatsächlich im Stundenbereich bekomme ich 1 bis 2 Tage nach den Zahlen. Das heißt also, die meisten Trades, die ich hier aufmache, sind tatsächlich 1, 2 Tage später. Warum ist das so? Also zum einen liegt es daran, dass ich natürlich nicht jeden Nachmittag am Handelstisch sitze. Ich bin ungefähr 100 Tage im Jahr gar nicht hier, weil ich selber auf Weiterbildung bin oder im Urlaub bin. Das sind eben viele Tage, die da zusammenkommen. Da handle ich halt sehr, sehr viel tatsächlich im Stundenchart. Der Vorteil eines Stundencharts, und das wird sicherlich der ein oder andere bestätigen, der hier in der Gruppe drin ist, ist halt viel, viel emotionsloser und einfacher. Das heißt, wenn man von den großen Zeiteinheiten kommt und dort handelt, stellt man fest, dass es eigentlich relativ einfach ist, wenn man weiß, welche Aktie man handeln möchte. Das heißt, so wie jetzt hier auch beispielsweise, wenn man Nachrichten handelt, sagt, okay, ich warte einfach mal, was passiert und handle jetzt entweder nach 1, 2 Stunden, wenn ich eine entsprechende Umkehrkerze habe, oder ich handle sogar erst am nächsten Tag, dann kriegt man häufig die wesentlich besseren Signale. Wenn man Daytrading machen möchte, dann muss man sich halt wirklich die 2, 3, 4 Stunden auch Zeit nehmen, die das unter Umständen dauert, bis der Trade zu Ende ist. So, und die Zeit, die muss man sich halt fragen, habe ich die Zeit, will ich das? Oder sage ich lieber, nee, mir reicht eigentlich 1 Stunde Zeitaufwand am Tag, dann kümmere ich mich drum und dann setzt man das Ganze um. Und das ist eben ja eine Sache, wo man auch gucken muss, wie kriegt man das Ganze in den Tag integriert. Seid ihr in der Lage, tatsächlich jeden Tag euch 4, 5, 6 Stunden mit dem Thema Trading auseinanderzusetzen? Wollt ihr das? Natürlich sehe ich hier einige dabei, die das machen, zum Beispiel Sibylle grüße ich auch an dieser Stelle dann, die Daytrading tatsächlich immer machen. Ich weiß aber auch auf der anderen Seite, so wie Thomas zum Beispiel, der sehr viel auch im Stundenchart macht, auch bei uns in der Facebook-Gruppe sehr viel postet, Trades aus dem Stundenbereich und sehr erfolgreich das im Stundenchart umsetzt. So, das ist auch mein Ansatz, den ich seit vielen Jahren immer mehr übernehme. Vom Daytrading in den Stundenchart, weil man eben wirklich viel, viel weniger Zeit braucht, es weniger emotional ist, die Trefferquoten höher sind und. Aber wie gesagt, in manchen Situationen ist Daytrading halt auch aus meiner Sicht, auch im Aktienbereich, halt hoch profitabel. Man muss halt einfach nur in der Lage sein, das dann auch zeitlich immer wieder umzusetzen. So, jetzt haben wir schon mal die ersten 4 Werte hier in die Watchliste gesetzt. Gucken wir weiter, was hatten wir noch bei dem Thema Nachrichten. Das heißt, also wir haben hier erstmal grundsätzlich geguckt, sehen, okay, die Nachrichten kommen oder sind jetzt gekommen bis 14 Uhr, haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zur Handelseröffnung. So, und dann hier eben noch was, zum Beispiel heute nach Börsenschluss noch an Zahlen kommt. So, Europa, wer heute Morgen nicht dabei war, hat hier auch noch einmal eine Zusammenfassung dessen, was in Europa heute Morgen passiert ist. Also ich bin der
festen Meinung, man muss sich tatsächlich jeden Tag diese 15 Minuten Zeit nehmen, um sich vernünftig vorzubereiten. Wenn es am Anfang eine Stunde dauert, finde ich, ist es auch nicht schlimm. Also je tiefer man in der Materie drin ist, desto mehr muss man sich auch damit auseinandersetzen und sollte sich auch auseinandersetzen. Also wir haben das wirklich auch in der Morgenroutine bei uns. Wir arbeiten mit 2 beziehungsweise 3 verschiedenen Mengen an Werten, die wir in der Morgenroutine nutzen, also um es ganz schnell zu machen, das machen wir so, wie wir das jetzt hier machen, Viertelstunde, und man hat erstmal den groben Überblick dessen, was halt wichtig ist. Darüber hinaus kann man sich natürlich dann auch noch anschauen, okay, wie sieht das denn jetzt überhaupt in den Märkten aus? Wie sind denn die anderen Marktteilnehmer aufgestellt? Wie sieht das mit der Volatilität aus? Wie viele Aktien werden eher auf der Short-Seite, auf der Long-Seite gehandelt? Wie sieht das Ganze mit dem VDAX New aus? Also wie viele Leute wollen sich wirklich absichern oder nicht? Das Gleiche gilt natürlich auch für den VIX-Future. Also es sind halt viele, viele Dinge, die wir uns sehr, sehr genau anschauen. Und das kann man natürlich alles jeden Tag auch machen. Wir machen das auch bei uns jeden Tag. Dann dauert die Handelsvorbereitung dann tatsächlich auch eher eine halbe Stunde. Wissen auch alle die zum Beispiel bei uns im Mastermind-Seminar waren, dass wir das wirklich sehr gewissenhaft machen. Dann aber auch fast taggenau beispielsweise die Tiefs vorhersehen können und auch die Hochs, also wirklich bis auf 1-2 Tage, sag mal so einen Vorlauf von 48 Stunden, können wir immer schon sagen, wann die Märkte drehen und wann sie nicht drehen. Und das ist eigentlich sehr schön, weil das macht das Trading natürlich viel, viel einfacher, wenn man erstmal in den Indizes das Ganze sehr gut vorhersagen kann. Und ich möchte das auch anhand eines Beispiels auch zeigen. Also wir haben hier zum Beispiel die starke Abwärtsbewegung des S&P und wir haben zum Beispiel genau hier in dem Bereich, ich weiß nicht, welcher der beiden Tage es war, ich glaube, es war dieser hier, im Screening-Dienst schon ein extra Update gemacht gehabt, dass wir keine Long-Position mehr aufmachen, weil die Gefahr des Doppelhochs hier oben einfach war. Das war aber nicht nur, weil man charttechnisch das Doppelhoch gesehen hat, sondern weil eben sehr, sehr viele Indikatoren dafür gesprochen haben, dass die Märkte fallen. Und mit Indikatoren meine ich keine technischen Indikatoren, die man hier in einem Chart einbauen kann, weil auch die zeigen ja nur die Historie, sondern eben weiche Faktoren, die wir uns tagtäglich anschauen. Und das sind eben diese Dinge, die das Trading natürlich einfacher machen und dafür sorgen, dass die Quoten, die Trefferquoten massiv nach oben gehen, wenn man sich diese einzelnen Teile eben sehr genau anschaut. Und es sind dann eben beispielsweise solche Dinge wie der VDAX New, an dem man sehr genau ansehen kann, in welcher Marktphase befinden wir uns denn hier grundsätzlich. Das ist der VIX Future, aber auch das Verhältnis, gibt es eher Käufer oder Verkäufer, wo ist jetzt der Druck bei den Marktteilnehmern, haben wir neue Jahreshochs, Jahrestiefs, wie viele gibt es wirklich, wie verteilt sich das Ganze. Also das sind alles Dinge, wenn ihr diese Sachen zusammensetzt, dann kann man das wirklich sehr, sehr genau ansetzen. Und so ähnlich war es hier, das bin ja auch im Wochenausblick schon drauf eingegangen, die meisten haben es ja gestern auch schon aus dem Screening-Dienst gesehen, genau hier diese weiße Kerze, das war also wirklich ein super, super Tag, weil wir einfach hier sehr genau schon im Vorfeld auch wieder sagen konnten, okay, hier sieht es wieder danach aus, dass der Markt genau wieder in die entgegengesetzte Richtung läuft. Das heißt, wir werden hier wieder eine starke Bewegung bekommen. Das haben wir am Montag dann auch schon bei uns im Screening-Dienst reingeschrieben gehabt. Und wir haben hier gesehen, im S&P waren es gestern 2,5%, noch krasser ist das Ganze dann an dem Dienstag hier aufgefallen. Hier waren es nämlich dann sogar 4% gewesen. Das heißt, man kann dieses Timing wirklich lernen. Das ist nichts, was nicht zu erlernen ist. Setzt sich immer zusammen, wie alles andere im Trading auch, aus fachlichem Wissen und Erfahrung. Fachliches Wissen kann man sich selbst aneignen, in Webinaren, so wie ihr das auch jetzt macht, in Coachings, in Seminaren. Also all diese Dinge kann man dann zusammensetzen und bekommt dann eben entsprechend ein gutes Bild, wann Märkte nach oben und unten laufen. Genauso wie es keinen überraschen dürfte, was hier heute passiert ist, dass der DAX hier plötzlich weiter im Minus ist, weil auch das haben wir gestern im Screening-Dienst auch schon im Wochenausblick gesagt, dass hier die Wahrscheinlichkeit eben, dass der DAX weiter schwach gehen wird, eben so, so groß ist und wir deswegen auch nur Werte auf der Short-Seite derzeit handeln und diese auch ausschließlich im deutschen Markt. Das heißt, das sind eben Dinge, die man eben zusammensetzt, wenn man regelmäßig Märkte sich anschaut, sich einfach jeden Tag 15 bis 30 Minuten Zeit nehmen, dann werdet ihr sehr, sehr schnell ein Gefühl für die Märkte bekommen. Was mich mal interessieren würde, vielleicht schreibt jetzt einfach mal kurz in den Chat,
wie viele von euch tatsächlich jeden Tag sich auf den Markt vorbereiten, sich also wirklich jeden Tag 10, 15 Minuten Zeit nehmen für eine vernünftige Handelsvorbereitung. Könnt einfach Ja reinschreiben oder Nein, nur dass ich einfach mal einen Überblick habe. Okay, also der Großteil, der zumindest die es reingeschrieben haben, machen das. Perfekt. Täglich am Morgen mit Marktbesprechung, schreibt Holger. Super. Also es ist egal, ob man es jetzt selber macht oder ob man es mit jemandem zusammen macht. Ich bin auch ein großer Freund davon, sowieso grundsätzlich, dass man sich auch austauschen sollte. Das ist auch etwas, was auch für mich immer ganz wichtig ist. Ich habe auch sehr viel gelernt, gerade in der Zeit zwischen 2001 und 2003. Ich habe in der Zeit auch Mentoring genossen, was für mich immer sehr, sehr wichtig war, über 3 Jahre lang jemanden zu haben, mit dem ich mich regelmäßig austauschen konnte. Thomas schreibt, aus beruflichen Gründen leider nicht. Ja, das ist sehr schade, Thomas. Auf der anderen Seite nutzt du natürlich die Plattform Facebook bei uns in der Gruppe, um dich mitzuteilen und auszutauschen. Das ist dann zwar keine Morgenroutine, aber es ist trotzdem immer wieder eine Kontrolle dessen, was man gemacht hat. Man ist im Gespräch, also auch das finde ich wirklich sehr gut. Was haben wir noch hier? Täglich Marktbesprechung aus beruflichen Gründen nicht, teilweise. Ja, Holger schreibt auch, ein Coach ist wichtig und da bin ich auch voll bei dir, Holger. Und dann ist es auch egal, wer das jetzt am Ende des Tages ist, solange der Coach wirklich gut ist. Und ich weiß, du bist da auch in guten Händen, auch wenn du nicht bei, auch wenn wir das nicht machen, aber ich weiß ja, wo du bist. Und von daher weiß ich auch, dass das eine super Sache ist. Kerstin schreibt auch, ja, aber. Dann würde mich das Aber interessieren, Kerstin, weil das natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, weil die Morgenroutine ist wirklich wichtig und sie führt am Ende des Tages dazu, dass man wirklich sehr, sehr gut im Handel ist. Also man kann eigentlich gar nichts dagegen machen, dass man erfolgreich wird, wenn man beispielsweise ein paar ganz wichtige Dinge beachtet beim Handel. Also eines der wichtigsten Dinge ist natürlich erstmal, dass man die Basics drauf hat. Also davon gehe ich mal aus, dass jeder das von euch auch hat, dass jeder auch fit ist in dem, was er tut. Wie gesagt, es kommt gar nicht darauf an, ob das ein markttechnisch orientierter Handelsstil ist oder irgendwas anderes. Wichtig ist nur das, was man macht, dass man es duplizierbar macht, dass man immer wieder dasselbe tut, damit man in der Kontrolle, das heißt, wenn ihr ein Trading-Journal führt, dann die Möglichkeit hat, euch zu kontrollieren und festzustellen, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo muss ich ran. In der Morgenroutine ist es eben wichtig, das zu analysieren, jeden Tag auch zu machen, weil dann bekommt man nach 8 bis 12 Wochen ein extrem gutes Bild davon, wie Märkte funktionieren, wie sie laufen. Und wie gesagt, wir haben es hier wirklich jetzt innerhalb der letzten Abwärtsbewegung wirklich 3-mal sehr gut die Punkte erwischt, sowohl die Tage, wo wir an den Hochs waren, als auch die Intraday-Gegenbewegung von 3-4%, diese idealerweise abzufischen. Aus meiner Sicht ist es wirklich die einfachste Möglichkeit, hier profitabel zu handeln, wenn man diese Dinge zusammenbringt. Gutes fachliches Grundwissen, dann Morgenroutine, einfache Trades, erstmal wenn man anfängt wirklich mit überschaubarem Risiko, dass man emotional nicht so stark hin und her geschüttelt wird, wenn es im Konto, weil das macht dann auch keinen Spaß, bis man wirklich richtig gut ist und dann eben die Auswertung hinten raus, dass man sein Trading-Journal wirklich regelmäßig auswertet, am besten zu zweit, zu dritt. Wenn man eine Gruppe hat, ist das immer perfekt. Wenn man es nicht hat, wir bieten das auch an, das im Rahmen von Coachings zu machen, aber das sollte eigentlich immer so der, aus meiner Sicht immer nur der 2. oder 3. Schritt sein. Also es ist immer viel, viel einfacher, wenn ihr das untereinander macht, weil dann ist euch allen damit geholfen, wenn ihr das macht. Genau, es muss das duplizierbar sein, schreibt Holger auch, da bin ich auch voll bei dir, weil es sind dann Routinen, die kommen und wie wichtig Routinen sind, das merkt man auch in jedem anderen Beruf, wie beim Autofahren, aber auch Holger kennt es aus seinem Beruf auch, wie wichtig bestimmte Dinge sind, weil Muster sind immer wieder da. Natürlich muss man auch aufpassen, wenn mal etwas anders plötzlich ist, da muss man auch aufpassen, aber grundsätzlich helfen einem Routinen, die richtigen Dinge zu tun. Also wenn ihr immer wieder das Gleiche macht, wie beim Autofahren auch, und ihr wisst, okay, wenn jetzt plötzlich einer vor euch ausschert, dann müsst ihr immer bremsen. Das ist ja eine Routine, die funktioniert ja automatisch, da muss man ja nicht drüber nachdenken, wenn da plötzlich irgendeiner was macht. Man ist einfach sofort drinne. Und das ist eben das, was eben wichtig ist.
Und was ich einfach auch in den ganzen Jahren gelernt habe, bis 2001 kannte ich keine Crashs, weil ich erst 1996 angefangen habe, also vor gut 20 Jahren. 2001 gingen die Märkte dann massiv zurück. Und als es bergab ging, habe ich natürlich in der Zeit Geld verloren, weil ich kannte das nicht, hatte keine Routine dafür und hatte auch keinen Plan B, wie Holger gerade schreibt, man muss gut vorbereitet sein, aber auch einen Plan B haben. Genau das ist der Punkt. Und diesen Plan B hatte ich halt nie zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich eben Ende 2001 einen Mentor gehabt, der mich über 3 Jahre auch betreut hat mit. Und da wurden eben Plan B aufgestellt. Das heißt, man weiß, wenn irgendetwas passiert, dann muss ich das und das machen im Normalfall. Aber eben auch, man muss immer wissen, wenn das nicht funktioniert, zum Beispiel, ihr macht etwas, ihr handelt die ganze Zeit short im deutschen Markt, weil der Markt short ist und macht aber trotzdem keine Gewinne, da muss ja irgendwas schieflaufen und da müsst ihr einen Plan B dafür haben, um zu gucken, okay, woran liegt es? Also sprecht mit jemand anders darüber, macht er das Gleiche, ist der im Plus und. Und was ich immer ganz toll finde, ist, wenn ich eine Meinung habe und lese zum Beispiel bei mir in der Gruppe, dass Leute, die bei uns in der Gruppe sind, bei Facebook, ähnliche Trades machen wie ich, wo ich sehe, auch bei denen klappt das gut. Das ist immer für mich Bestätigung, dass es alles im Moment alles genauso läuft, wie ich das auch sehe. Wenn dann plötzlich andere Ergebnisse in der Gruppe kommen, dann ist es bei mir wiederum anders, weil dann weiß ich nicht ganz genau, woran es liegt. Also wenn ich jetzt beispielsweise in einer Phase 3 Tage lang keine Gewinne mache, sehe aber, dass ich nur Trades sehe, beispielsweise von Thomas, der Gewinntrades postet, dann weiß ich, okay, irgendwas scheint hier nicht richtig zu laufen. Dann muss ich mich und meine Trades einfach überprüfen. Und so könnt ihr das auch machen. Also überprüft euch bitte wirklich immer, immer selber. Und dann ist es einfach viel, viel einfacher, weil es ist halt echt schwierig, wenn man im Handel ist und beispielsweise jetzt 6, 8 Wochen tradet und man kommt einfach nicht in die Gewinnzone. Da muss ja auch irgendwas schieflaufen, wenn man sieht, andere sind in der Zeit erfolgreich. So, und dann hat das in der Regel meistens nichts damit zu tun, ob man nach Fibonacci handelt oder nach, was weiß der Kuckuck oder Markttechnik, sondern da muss man immer überlegen, wo ist in diesem Mindset, was man gerade fährt, der Fehler. Ist es die Uhrzeit, die man macht? Ist es die Zeiteinheit, die man handelt? Man handelt vielleicht im Minutenchart, die anderen handeln an dem Stundenchart. Darauf muss man halt achten. Christian Jäger schreibt, kannst du mich in die Facebook-Gruppe aufnehmen? Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, Christian, natürlich selber. Du musst nur einmal bei Facebook draufgehen und dich bitten, da drauf drücken, dass wir dich annehmen können. Das heißt, man muss auf Facebook Markttechnik erfolgreich handeln. Da gibt es ja einmal die offizielle Seite, wo jeder gucken kann. Und da gibt es aber auch eine geschlossene Trend, Bewegungshandel und Ausbruchshandel. Wenn du da drauf gehst und dann auf Beitreten klickst, dann lassen wir euch natürlich rein in die Gruppe. Das Einzige ist, wenn wir kein Bild von jemandem haben oder jener hat keine Freunde oder was auch immer, dann kann es höchstens sein, dass man mal dass wir nicht sofort auf dazufügen drücken, weil wir immer schon Erfahrungen gemacht haben mit Leuten, die Sonnenbrillen verkaufen wollen und solche Sachen. Die haben halt meistens kein vernünftiges Profil. Wenn das bei euch so sein sollte und wir euch dann nicht innerhalb von 2, 3 Tagen den Zugang zu unserer Gruppe gegeben haben, dann schreibt uns eine kurze Mail, dann wissen wir auch, dass es euch gibt und dass es nicht irgendwie ein Fake-Account ist. So, was haben wir hier noch? Holger schreibt noch, kein Stop wegsetzen und auch Verluste akzeptieren. Ja, das ist jetzt zwar nichts mit Marktvorbereitung, aber ich finde es ganz wichtig, dass du es auch nochmal schreibst, weil das auch einfach eines der Dinge sind, die wirklich gerade bei Anfängern sehr häufig gemacht werden, wenn der Markt auf einen zuläuft, dass man dann plötzlich anfängt, den Stop wegzuziehen, weil man vielleicht 1, 2 Mal unten am Tief genau ausgestoppt wurde. Ist mir übrigens die Tage auch passiert, da bin ich wirklich auf den Cent genau ausgestoppt worden. Und ja, passiert. Aber wenn ich deswegen meine Stops nicht mehr nutze, bringt mich das auch nicht weiter, weil es macht halt keinen Sinn, seine Stops einfach wegzuziehen, weil das kann, man ist Trader und jetzt zieht man die Stops weg und was passiert? Wenn jetzt der Markt sich nicht erholt, die Aktie nicht erholt, dann wird man vom Trader zum Investor. So, und das gibt's wirklich wie Sand am Meer. Also wenn ihr mal schaut, Trader, die schon seit 10 Jahren dabei sind, die sind teilweise auch in Aktien Investoren, wo sie eigentlich nur Trader sein wollten. Ich selber habe auch ein Depot, wo 12 Leichen drinne sind. Ja, also da, wo ich auch nur kleine Stückelungen habe, aber das sind einfach Dinge aus Phasen, wo man das dann gemacht hat. Das ist kein Problem, wenn man große Konten hat und das wirklich nur kleine Positionen sind. Also ich habe keine Position, die größer ist da als 300, 400 Euro, weil das meistens so Rest
Aktien waren, die ich irgendwie dann nicht verkauft hatte, aber oder wo eine Firma pleite gegangen ist, wie Delta Airlines oder so. Aber grundsätzlich immer wirklich nur mit Stops arbeiten, sonst wird es echt böse. Okay, wie heißt die Facebook-Gruppe genau, fragt Holger nochmal. Also Markttechnik erfolgreich handeln, Holger. Und dann Ausbruchs-, Bewegungs- und Trendhandel, glaube ich, steht da noch hinter. Da draufklicken und dann kommst du mit rein. Okay, das bis hierhin. Dann haben wir also jetzt schon mal geklärt, was da passiert. Dann würde ich sagen, kommen wir auf das, was uns jetzt heute Nachmittag noch erwarten kann. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal die Märkte mit euch zusammen anschauen, wie ich das normalerweise auch um diese Uhrzeit machen würde. Vier Werte haben wir ja schon, wo wir wissen, da wird Volatilität sein. Europa wissen wir, okay, da sieht es auch erstmal so aus, dass wir hier doch ein ganzes Stück nach unten gegangen sind. Wir waren allerdings auch schon ein ganzes Stück tiefer, rund 100 Punkte. Das heißt, der Markt hat sich in der letzten Stunde auch gerade schon ein bisschen erholt, was das Ganze angeht, heißt aber nichts. Das heißt, wie bin ich im Moment aufgestellt? Wenn ich mir das hier anschaue, den deutschen Markt, dann ist das relativ einfach, denn wenn ich den großen oder auch den mittleren Trend nehme, ist es eigentlich immer das gleiche Bild. Wir haben das Hoch, ein Tief, das Hoch und hier sind wir nach unten gelaufen. Das heißt, wir sind hier ganz klar in einem Abwärtstrend im deutschen Markt. So. Jetzt wird wahrscheinlich keiner von euch, gehe ich zumindest von aus, diesen Riesentrend hier handeln. Das macht auch aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, auf einer Short-Seite so einen großen Trend zu handeln. Denn der Weg nach unten ist ja begrenzt. Also wenn man sich das anschaut, ich sag mal, man müsste theoretisch einen Stop bei 13.300 setzen. Das wären ja 2.000 Punkte Stop. Das wird wahrscheinlich keiner von uns machen. Macht auch keinen großen Sinn, weil tiefer als null geht's ja auch nicht. Das heißt, bei 100 Euro Risiko könnten wir theoretisch eh nur 500 Euro Gewinn machen. Das heißt, wir gehen dann eine Etage tiefer und sagen, okay, dann schauen wir uns doch mal den nächsten Trend an. Aber auch der wird natürlich ganz klar auf der Short-Seite sein. Und das ist eher das, was die meisten von uns so auf der mittleren Ebene eben handeln oder zumindest als Signal nutzen, indem sie einfach sagen, okay, hier ist ja nun ganz klar zu sehen, dass dieser Trend abwärts gerichtet ist. So. Und das ist dann auch genau der Trend, den ich beispielsweise immer als Signal nutze, um dann wirklich zu sagen, okay, das ist wirklich die Ebene, auf der ich mich jetzt befinde, wo ich entscheide, ob ich Long oder Short handeln möchte. Und wenn ich mir das anschaue, weiß ich halt komplett, ich bin hier auf der Short-Seite richtig unterwegs. Das ist auch der Grund, warum wir beispielsweise im Signaldienst bei uns nur die Short-Seite im deutschen Markt anfassen und nicht die Long-Seite. Nicht, dass es nicht auf der Long-Seite Aktien gibt. Natürlich finden wir immer wieder Aktien, die auch vielleicht auf der Long-Seite interessant sind. Aber es ist doch viel einfacher, wenn 28 Aktien fallen, eine von diesen 28 Aktien auszusuchen, als genau die zwei zu finden, die vielleicht auf der Long-Seite gut funktionieren. So, das ist meine Idee, das ist mein Ansatz und diesen verfolge ich halt schon sehr lange und das funktioniert auch ziemlich gut. So, das heißt, hier ist also schon mal ziemlich klar, wir wollen die Short-Seite im Stundenchart handeln. So, gucke ich mir den S&P an, der jetzt ja gleich auch in den regulären Handel geht. Das heißt, wir sehen hier der vorbörsliche Kurs, das ist den wir jetzt hier sehen, beziehungsweise das ist der Kurs, diese Kurse werden ja auch tatsächlich gehandelt, was ja der Future ist. Da sehen wir aber auch schon, dass der Markt hier halt eher auf der Unterseite tendiert. Das heißt, wir sind auch hier wieder wesentlich schwächer, als wir das gestern wieder waren. Das heißt, laufen hier die Tiefs an, von denen wir auch gestern auch im Wochenausblick schon gesprochen haben. Das heißt, es ist auch vollkommen normal, dass hier die Tiefs jetzt angegriffen werden. Wenn wir uns jetzt den Trend anschauen, das, was wir vorhin ja auch im deutschen Markt gemacht haben, wo wir ganz klar gesagt haben, wir sind in einem Abwärtstrend, da sehen wir hier, dass wir hier im amerikanischen Markt ganz, ganz lange in einem Aufwärtstrend waren. Also hier war es wirklich relativ einfach, in dieser Phase von Frühling letzten Jahres an tatsächlich auf der Long-Seite Geld zu verdienen, weil der Markt ist einfach nur hochgelaufen. Dann hier, wie gesagt, doppelhoch, da hat es noch keinen Trendbruch gegeben, nichts. Da haben wir schon anhand unserer ausgefeilten Morgenroutine schon bestimmen können, dass diese Bewegung dort oben vorbei ist. Das war bei 2.900 Punkten in etwa. So, jetzt befinden wir uns hier fast 200 Punkte tiefer und da
von da an hätte man eigentlich nicht mehr long sein müssen. Wenn man da noch gute Trades gehabt hat, die im Plus waren, die man eng abgesichert hat, ist alles in Ordnung. Haben wir auch gehabt. Wir haben auch noch Trades, die auf der Long-Seite offen waren, aber zwischenzeitlich ist eben der Markt komplett abgerutscht. Die Frage ist ja nur, haben wir zwischenzeitlich einen Abwärtstrend? So, und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, dann sehen wir halt, der Markt ist hier runtergerutscht, ist hier hochgelaufen und jetzt sind wir dabei, hier einen neuen Trend auf der Short-Seite aufzumachen. So, das ist relativ einfach vom Handel her, vom Handelsansatz. Das heißt, DAX ganz klar Short, US-Markt bis heute erstmal eher neutral. Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt hier nach unten wegrutschen sollten, also 2700 und tiefer, dann haben wir auch hier einen Shortmarkt, der sich hier etabliert hat, wo ich dann für mich auch sagen kann, okay, sowohl in meinem Eigenhandel auch wie im Screening-Dienst werden wir dann anfangen, hier Titel zusätzlich auf der Short-Seite aufzumachen. Solange das aber nicht gegeben ist, bleibe ich dabei, ich werde im US-Markt hier, was den S&P angeht, erst die neutrale Seite fahren, warte auch immer ab, was der reguläre Handel macht. Das heißt, ich gucke nicht darauf, was jetzt derzeit passiert. Warum sage ich das dazu? Wenn ihr auf die Umsätze schaut, wisst ihr, was ich meine. Wenn wir, na, das sehen wir hier nicht, müssen wir doch in einem anderen Bild machen. Wenn wir hier auf die Umsätze schauen, dann seht ihr schon hier unten, dass hier jetzt natürlich, wir haben zwar die Tiefs, sind wir gerade dabei, die anzugreifen, aber wir haben hier überhaupt gar keinen Umsatz drauf. Ja, also wenn wir hier schauen, was hier an Umsatz kommt, wenn wir mal die letzte Stunde nehmen hier, haben wir 30.000 Kontrakte, die hier umgesetzt wurden. Wenn wir jetzt mal so einen normalen Durchschnitt nehmen, wenn der Handel aufmacht, also sprich um 15.30 Uhr, dann reden wir nicht von 30.000, sondern von 230.000 oder hier zur Handelseröffnung sogar von 250.000, 280.000. So, und das heißt, der Umsatz ist mir viel zu gering, um jetzt darauf ein Urteil zu setzen. Und deswegen warte ich auch wirklich, was passiert hier wirklich im regulären Handel, was passiert in der ersten Handelsstunde, so bis 16:30, 17 Uhr, wo befinden wir uns dann? Und dann würde ich entscheiden, ob ich in den mittelfristigen Trend, also sprich auf Stundenbasis, auf die Short-Seite eventuell wechsle oder nicht. Das sind immer die entscheidenden Punkte und nicht nur, weil wir jetzt hier einen Tick hier mal drunter gefallen sind. Das heißt, ich achte wirklich sehr genau darauf, was hier passiert. So, das heißt, jetzt haben wir es ziemlich klar. Deutscher Markt Short, S&P neutral. So, dann gucke ich noch auf den Nasdaq. Auch hier ganz einfach zu sehen, wir sind hier sehr, sehr lange nach oben gelaufen, haben dann, wie gesagt, auch hier ähnlich wie in den anderen Märkten dann ganz klar hier das Signal bekommen, dass wir nicht mehr handeln wollen auf der Long-Seite. Das war ungefähr bei 7.600, jetzt sind wir bei 7.000, also fast 10%, die wir nicht mitgenommen haben nach unten mit Long-Positionen. Das ist eben wichtig. Hier kann man kurzfristig natürlich Trades auf der Short-Seite aufmachen als Day-Trader, aber es hilft auch schon viel, wenn man im Stundenchart unterwegs ist oder auch im Tageschart, dann nicht mehr Long zu sein, wenn man eben entsprechend das weiß. Und wie gesagt, kurzfristige Trades, die wir halt immer wieder nutzen für diese technischen Gegenbewegungen, das haben wir uns ja vorhin angeguckt, hier 4% an einem Tag, das kann man halt machen, wenn man genau weiß, worauf man achten muss. Für alle anderen, wenn man die Zeit nicht hat und sich darum nicht kümmern muss, könnt ihr das auch bei uns mit dem Screening-Dienst machen, den ihr ja für 1 Euro einen Monat auch testen könnt. So, jetzt haben wir hier einen Abwärtstrend oder nicht. Auch das ist ja hier relativ einfach zu sehen. Wir haben hier die erste starke Abwärtsbewegung, Bewegung nach oben. Könnt ihr also selber sehen, okay, wir haben hier noch keinen neuen Trend nach unten. So, das heißt, der Aufwärtstrend ist zwar nicht mehr vorhanden im Nasdaq, aber es gibt auch noch keinen Abwärtstrend in dieser Zeiteinheit. So, und auch das macht das Leben leicht für uns, weil ganz klar, wir wissen, im S&P haben wir noch nichts, im Nasdaq haben wir noch nichts. Was heißt es also im Endeffekt für mich im Handel? Auf der Stunde werde ich keine Trades weder auf der Long noch auf der Short-Seite im Nasdaq eingehen. Das ist eigentlich der wichtige Punkt. Das heißt, ich bin hier komplett klar im Tageschart, ich bin hier komplett klar im Stundenchart und im Daytrading handle ich eben nur das, was an News da ist. Das heißt, hier achte ich wirklich darauf, habe ich News, Trades. Das sind dann die Dinge, auf die ich mich konzentriere im Handel. Und das kann man ja relativ gut machen. Wir haben ja gerade gesehen, wo Zahlen da sind. Schauen, kriegen wir da beispielsweise im Stundenchart ein Bild, was heute oder morgen kommt. Das sehen wir ja gleich auch, was in den nächsten 1-2 Stunden passiert. Kriegen wir dieses Umkehrsignal in den 4 Aktien, die wir uns angeschaut haben, dann kann man das Ganze nutzen. Kriegen wir das nicht,
dann weiß man, okay, man ist wirklich in, ja, ich sag mal, mit einer Zeit von 10, 15 Minuten für den Tag halt durch, nachdem die Handelsvorbereitung gemacht ist, weil wenn man weiß, okay, es gibt keinen Trade, dann braucht man ja nur auf den nächsten Tag wieder zu warten und zu gucken, ob sich da was tut. Das ist eigentlich das, worauf man hier in diesem Bereich halt immer wieder achtet, dass man hat, wir Tage haben als Trader, wo ganz, ganz viel zu tun ist, wo man ganz viele Trades hat, wird aber auch Tage geben, so in diesen Phasen wie jetzt, die eben ganz klar kein klares Signal geben. Und ich will gar nicht sagen, wenn man kein klares Signal hat, dass man da nicht handeln kann, weil viele von euch werden auch vielleicht in den letzten Tagen gehandelt haben, außer jetzt beispielsweise im DAX, MDAX, TechDAX, wo wir viele, viele Shorts auch aufgemacht haben, wo es auch wirklich extremst gut gelaufen ist. Also wenn ich nur eine Aktie rausgreifen mag, mache ich mal hier. So, die Kion Group beispielsweise, da könnt ihr schon wirklich sehen, was wir hier für Bewegung haben. Das ist eine Aktie, die wir jetzt, glaube ich, seit, ich glaube, circa seit 2 Wochen, 3 Wochen auf der Short-Seite bei uns haben im Screening-Dienst. Da könnt ihr einfach sehen, was passiert ist. Und das finde ich halt das Spannende. Wenn man sich das anschaut, ich weiß nicht, wir haben sie, glaube ich, hier in dem Bereich von 50 oder knapp darüber, glaube ich, schon auf die Short-Seite gesetzt. Wir sind jetzt hier 15% tiefer. Wir haben hier diese erste Abwärtsbewegung. Da haben wir gar keinen guten Trade bekommen, weil der Markt einfach so schnell gefallen ist. Das hätte ich zum Beispiel gerne gehabt, aber habe auch keinen Trade bekommen. Auch das gehört dazu, dass man das auch ganz klar sagt, wenn man es mal nicht schafft, in einen Trade hineinzukommen. Dann kam allerdings eine coole Phase, nämlich diese hier. Da konnte man wirklich auch im Stundenchart sehr, sehr gut einsteigen. Und was mich halt dabei immer wieder freut, ist, dass nicht nur wir selber diese Trades dann auch finden, sondern eben auch viele Teilnehmer von uns aus den Gruppen, die diese Trades halt machen. Und das ist halt super spannend, denn wenn man sich hier auf den Stundenchart dann anschaut, dann seht ihr auch einfach, was hier passiert ist. Markt kommt runter, geht hoch, zack, Fehltrade, man wird hier oben nämlich ausgestoppt und dann ging die Reise nach unten, technische Gegenbewegung, neues Tiefstopp hier auf das hochgezogen und fertig. Das heißt, man sitzt hier mit dem neuen Tief, könnte man den Stopp jetzt beispielsweise nochmal nachziehen, ist also wirklich meilenweit vorne mit dem Trade, Gewinnmitnahmen sind eine Option, also all diese Dinge und das ist das, was im Trading halt wichtig ist. Welcher Markt ist gerade cool? Wollen wir long, wollen wir short, wollen wir marktneutral und dann wird einfach das gehandelt, was da ist. Und wenn nichts da ist, handeln wir halt nicht und wenn was da ist, wird es einfach gehandelt. Das lässt sich so total einfach sagen, wenn man 10, 20 Jahre Erfahrung hat, wenn man davor steht und handeln möchte und man soll aber nicht handeln, weil der Markt nicht gut ist oder weil das Setup gerade nicht das passende ist. Ich weiß, dass das wahnsinnig schwer ist und auch hier würde mich wieder natürlich euer Gefühl oder euren Handel natürlich interessieren, was macht ihr tatsächlich, wenn ihr kein klares Signal habt? Sucht ihr trotzdem nach solchen Situationen oder nicht? Also fragt euch das mal selber. Seid ihr in so einer Situation, dass ihr immer sagt, ja, ich muss doch jetzt handeln, weil ich sitze doch jetzt davor? Das ist ganz krass bei denen, die gerade anfangen im Trading und sich beispielsweise sagen, ich möchte das hauptberuflich machen. Ja, Jens schreibt schon, ja, leider. Das finde ich sehr ehrlich von dir, Jens, dass du das schreibst. Ich ziehe da echt meinen Hut vor, wenn man gerade solche Aussagen auch trifft, auch wenn wir uns hier ja nur mit Vornamen, ich mache das immer, weil dann weiß auch keiner, wer dahinter steht, weil das ist wirklich ehrlich und es trifft auch die bei den meisten zu. Und ich weiß das eben aus den vielen, vielen Seminaren, die wir auch zum Thema Investment machen und auch Trading machen, dass es so wahnsinnig schwierig ist, daneben zu stehen, wenn Märkte fallen und man das Signal nicht bekommt, dann einfach nichts zu tun. Sibylle schreibt, ich nutze so komische Zeiten zum Lernen und halte mich zurück. Das ist auch im Regelfall die bessere Entscheidung, Sibylle, tatsächlich dann in den Lernmodus überzugehen, sein Wissen zu verstärken und die Situation, wie sie jetzt ist, aber unbedingt zu dokumentieren, weil wir in solchen Situationen das meiste daraus lernen können, was hier passiert für das nächste Mal, wenn diese Situation eintritt. Ich sage einfach mal so ein paar Dinge, die aus meiner Sicht halt wichtig sind, wenn man jetzt nicht handelt, sondern sich das Ganze anschaut. Schaut euch an, wie die Dynamik auf der Unterseite funktioniert. Schaut euch an, wie schnell solche Bewegungen wie hier zum Beispiel, wie schnell man hier Geld verdient. Also wirklich, wenn man sich das anschaut, dass wir sagen, knapp 10% dieser Abwärtsbewegungen. Das ist aber ein Stundenchart. Das heißt, wir reden vom 19.
10. Das ist letzte Woche Freitag gewesen. Heute haben wir Dienstag. Das heißt, das sind 3 Handelstage und 9% ist der Trade für euch gelaufen. So, und das sind eben die entsprechenden Punkte, worauf man wirklich achten muss. Und wenn man das oft genug macht, ich sage das immer, Sibylle wird das wissen, auch vom Seminar her, Long Traden ist für die meisten emotional viel, viel einfacher. Man verdient langsam kontinuierlich sein, macht man dort Gewinne bergab. Emotional etwas schwieriger, für viele sogar sehr schwierig, etwas zu verkaufen, was man nicht besitzt. Auf der anderen Seite ist es eigentlich nichts anderes, wie auf der Long-Seite zu traden, nur dass es so ist, Schubkarre raus, Geld fällt rein, man nimmt es wieder mit, ist nach 2, 3, 4 Tagen raus aus dem Trade und das war's. So, also das ist ein Riesenunterschied und das muss man emotional hinbekommen, macht aber dann tierisch viel Spaß, wenn man einmal weiß, wie das funktioniert und das Ganze entsprechend umsetzt. Es ist hochprofitabel, bringt wahnsinnig viel Geld, immer dann zur richtigen Zeit. Also wirklich, schaut auf eure Morgenroutine. Wenn die sagt, ihr sollt short gehen, dann short. Wenn ihr die entsprechenden Werte findet, findet ihr die nicht, lasst es einfach sein und guckt euch die ganze Sache nur an und handelt am nächsten Tag. Fragen bis hierhin. Solange ihr eure Fragen vielleicht formuliert, darf ich vielleicht einmal ein bisschen Werbung machen. Darum hat mich der Andreas gerade gebeten. Und zwar bin ich im November beim VTAD in Stuttgart. Und wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, da werde ich einen Vortrag halten, dann meldet euch doch einfach beim VTAD in Stuttgart an für den Vortrag. Ich gucke auch gerade, wann das Datum ist. Ich weiß es nämlich nicht aus dem Kopf. Andreas, ich muss mal gerade gucken, Dezember. Das ist der 13. Dezember, also wirklich mein letzter Arbeitstag. Danach geht's in den Winterurlaub, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil ich natürlich in die Sonne fahre, wie ich auch schon oft in Seminaren gesagt habe. Ich liebe zwar Schnee, aber ich fahre lieber in die Sonne. Aber wer aus dem Raum Stuttgart kommt, aus dem Umkreis und einfach Lust hat auf tolle Gespräche, und einen schönen Vortrag, den sind herzlich eingeladen und meldet euch einfach dann entsprechend beim VTAD an. Okay, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt bis hierhin, schreibt sie gerade in den Chat. Ich warte hier auch noch einen kleinen Moment. Zeit genieße ich, werde ich gerade ein Glas Wasser eingießen. Mach das, hast ja auch viel geredet. Also Caterpillar gibt richtig Gas nach unten, minus 8,6% aktuell. Ja, schauen wir auch, können wir auch hier nochmal schauen. Da sehen wir auch, da waren wir vorhin gewesen bei 6,8. Jetzt geht's halt weiter runter. Also das sind wirklich dann die Werte, die im Laufe des Tages wirklich aktuell sehr spannend werden können. Also ich werde hier auf jeden Fall schauen, ob es in den ersten 1, 2 Stunden Signale geben wird. Wobei ich mindestens auch die Werte so spannend finde, die eben auf der Oberseite sind, wie zum Beispiel McDonald's. Warum das so ist, ist eigentlich relativ einfach, weil es muss natürlich schon viel passieren, dass eine Aktie sich nach oben absetzt. Das haben wir auch bei Empfehlungen der letzten Tage von verschiedenen Brokerhäusern gesehen. Wenn die Empfehlungen rausgegeben haben, Hochstufungen, und dann schafft der Markt es aber trotzdem oder die Aktie häufig nicht, sich in einem solchen Markt durchzusetzen, wo es nach unten geht. Das heißt, auch hier muss man immer genau schauen, weil wenn Werte 7% gefallen sind, muss man sich natürlich auch mental die Frage stellen, wie weit wird die Aktie denn insgesamt noch fallen, bekomme ich da einen guten Trade? Das heißt, wir brauchen erstmal einen Rücklauf für einen guten Trade und deswegen sind die ersten 1, 2 Stunden immer ganz gut dafür zu schauen, gibt es einen Rücklauf, um dann beispielsweise hier wie bei Caterpillar zu sagen, okay, die Aktie ist jetzt stark unter Druck. Wir haben das ja vorhin auch schon mal kurz aufgezeichnet, dass man nicht meint, man muss jetzt hier unten hoffen, dass es jetzt noch weiter bergab geht, sondern aus meiner Sicht viel einfacher ist, die Gegenbewegung abzuwarten und dann vielleicht dann wieder auf einen neuen Short zu setzen, weil dann bekommen wir ein wesentlich besseres Chance-Risiko-Verhältnis, weil wir natürlich viel höher unseren neuen Short aufmachen, als wenn wir jetzt hier einfach blind am Tief einsteigen. So, die ersten Fragen sind auch reingekommen von Jens. Wie handelst du deine Aktienposition Short? Also ich habe bei IB beziehungsweise bei CapTrader ja ein ganz normales Konto und dort kann ich jede Aktie, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Caterpillar shorten möchte, einfach das Kürzel eingeben und dann kann ich die Aktie einfach shorten. Das ist also kein Problem,
diese Aktie dann zu shorten. Wenn ihr CFDs handelt, was ja auch viele von euch vielleicht auch machen, gerade wenn die Konten vielleicht kleiner als 25.000 Dollar sind, macht das durchaus Sinn, gerade wenn man Daytrading betreibt, dann könnt ihr das natürlich auch mit einem Aktien-CFD machen. So, und das ist auch gleich die zweite Frage, welche Produkte nutzt du? Also ich gehe im Regelfall immer über das Direktinvestment, das heißt, ich handle die Aktie short, wenn das möglich ist. Das ist in mindestens 95% der Fälle so, dass man die Aktie wirklich direkt shorten kann, im Zweifelsfall halt entsprechend über einen CFD. Sibylle schreibt, Caterpillar könnte drehen, weil sie eigentlich einen Gewinnsprung haben. Der Ausblick wird abgestraft. Ja, jetzt ist genau das immer der Punkt, wenn man eine Nachricht liest, was wird jetzt von der Masse oder von denen, die wirklich die Entscheidung treffen, höher gewertet, der Gewinnsprung oder der Ausblick? Gewinnsprung ist die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist im Preis eingepreist. Ausblick ist häufig das, was gehandelt wird. Also es kann sein, dass es hier kurzfristig zu einer Erholung kommt, Sibylle. Das ist ja auch das, was ich hier eingezeichnet habe. Mittelfristig ist es aber häufig so, dass dann tatsächlich der Ausblick höher gewertet wird, weil es eben auf die nächsten Wochen und Monate aufgeht. Also was passiert da? Jens fragt nochmal, also kein Hebelprodukt. Ja, genau richtig, Jens. Also ich selber nutze für meinen Handel im Regelfall keine Hebelprodukte, sondern gehe wirklich in die Direktinvestments rein. Das habe ich auch schon mal komplett anders gemacht. Das ist in den ersten 5, 6 Jahre meines Tradings gewesen, als das Konto klein war. Also ich habe ja damals auch, das habe ich ja schon oft erzählt, mit 5.000 Euro angefangen, beziehungsweise Mark damals sogar noch. Da habe ich natürlich auch versucht, Hebel zu nutzen. Das kann man ja auch beispielsweise, wenn ihr mit CFDs handelt, auch hier dann entsprechend den Hebel nutzen bei CapTrader oder FX Flat. Das ist ja dann beides möglich, wenn man entsprechende CFDs handelt. Aber grundsätzlich, wenn das Konto größer wird, sehe ich eigentlich keinen Grund mehr darum, gerade bei, wenn ich etwas länger im Markt bin, warum ich noch ein Hebelprodukt verwenden sollte. Denn am Ende des Tages fallen ja hierbei auch Gebühren an. Und die sind zwar nicht hoch, aber sie schmälern am Ende des Tages ja trotzdem den Gewinn. Und wenn man das Kapital hat, dann braucht man einfach keine entsprechenden Hebelprodukte. Wenn das Kapital klein ist, und ich habe ja auch vorhin schon mal so eine Zahl von 25.000 Dollar in den Raum geworfen, gerade wenn man Daytrading betreiben möchte, dann ist das halt die Zahl, die halt wichtig ist, weil wenn man zu viele Daytrades macht, dann gibt es so eine Regel, also wenn man mehr als 4 Daytrades hat, dann darf man das eigentlich nicht mehr handeln, und da gibt es halt gerade in den USA Begrenzungen, fällt gerade das Wort nicht ein. Und ja, da war, das war das Wort, Nelson. Ich, wunderbar, wie du immer aufpasst. dann muss CapTrader euer Konto blockieren, dass ihr nicht noch weitere Trades machen könnt, damit euer Konto nicht endgültig gesperrt wird. Wenn das mal passiert, glaube ich, schaltet ihr es einmal frei, wenn ich richtig informiert bin, dass ihr noch einmal ein Gnaden-Ding habt, und dann ist das Konto allerdings zu. So, und dann müsst ihr es dann tatsächlich auf 25.000 auffüllen, oder ich glaube, ein paar Monate sogar ist es dann gesperrt, 3 Monate oder so, ne? Da bin ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, weil ich das auswendig, aber ja, 90 aber Tage. So in der, 90 Tage, genau, 3 Monate. Und von daher ist es gut, dass ihr das einfach vorher schon für euch sperren, damit ihr da gar nicht erst in dieses Dilemma hineinkommt. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Genau. Vielleicht ganz kurze Ergänzung, Mario, zu deiner Ausführung bezüglich Caterpillar und was da höher bewertet wird. Ich habe mir das gerade noch mal ganz schnell angeschaut. Also tatsächlich war da eine Aussage bezüglich der Materialkosten, die jetzt steigen werden, also die Vorausschauung. Und das passt natürlich zusammen in Hinsicht auf China und USA. Ne? Genau. Also das ist ja, will ja jetzt gar nicht in diese Diskussion reingehen groß, aber es ist genau die Problematik, die eben da ist und die auch von vielen Analysten immer wieder angesprochen wurde in den letzten Wochen, dass die USA sich selbst damit keinen Gefallen tut mit den Strafzöllen, weil natürlich ihre Produkte im eigenen Land dadurch auch teurer werden, weil sie eben dann gar nicht davon profitieren oder zumindest nicht in dem Maße, wie sie es geglaubt haben. Also von daher wird das sehr, sehr spannend werden. Und ja, wir sehen ja auch, dass die Börsen langsam anfangen, das Ganze negativ zu bewerten.
Wenn man solche Phasen hat, wie jetzt, dass Börsen entweder an der Grenze sind zum Short, gerade in den USA, in Deutschland sind wir ja schon ziemlich lange im Short-Modus. Wir haben also in den letzten Wochen, ich glaube, seit wir den Screening-Dienst haben, tatsächlich den DAX immer auf der Short-Seite auch gehandelt. Ist tatsächlich so, dass wir im deutschen Markt DAX, MDAX, TechDAX alles Short sehen, haben bis vor 2-3 Wochen den amerikanischen Markt erlong gesehen und seitdem eben nicht mehr. Und das führt halt dazu, dass man tatsächlich dann sehr einseitig im Markt ist. Also tatsächlich in den letzten Wochen eher auf dem deutschen Markt, auf der Short-Seite, das andere neutral. Was sehr witzig ist, dass die Bereiche, die im Investment laufen, davon natürlich unterschiedlich betroffen sind. Also wenn man jetzt in Indizes ist, wir beispielsweise sind im DAX aufgrund einer Saisonalität jetzt derzeit long, wo man dann annehmen würde, oh, wir sind ja weit dann hinten mit unserem Investmentdepot. Aber das ist mitnichten so, weil wir auch andere Strategien haben, marktneutrale Strategien und andere Dinge, die halt sehr, sehr weit vorne sind. Ich will einfach ein einfaches Beispiel bringen. Also im Oktober beispielsweise mit allen Strategien, die wir derzeit im Investmentbereich fahren, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Unterschied zwischen Trading und Investment ist. Wir sind alleine im Investment diesen Monat schon knapp 9% vorne. Und das ist für den Investmentbereich halt extremst stark. Das ist wahrscheinlich besser, als die meisten im Trading sind. Das liegt einfach daran, dass die bestimmte Strategien halt hier sehr, sehr gut greifen, wie beispielsweise marktneutrale Strategien. Das heißt, ich bin ein großer Freund davon, verschiedene Strategien zusammenzubringen. Investment, Trading, eventuell auch Daytrading, wenn man das mental kann, umgesetzt bekommt, auch profitabel umgesetzt bekommt, dann macht das Ganze Sinn. Sonst lieber tatsächlich im Stundenchart bleiben, weil das ist relativ einfach von der Umsetzung her, hat hohe Trefferquoten und macht die Sache dann doch wesentlich einfacher. Okay, dann würde ich sagen, dann warten wir mal einen kleinen Moment noch. Gleich macht die Börse auch auf. Dann können wir dann auch hier noch mal ein bisschen genauer schauen. Ich gucke mal, ob ich noch 1-2 Werte habe, die vielleicht auch für den deutschen Markt noch interessant sein können. Also wir haben ja vorhin schon angesprochen gehabt, dass wir in Kion Short sind. Da würde ich jetzt aber keinen neuen Short mehr aufmachen, weil wir schon so weit vorne sind. Guck mal gerade im deutschen Markt, ob was da noch ist. Eichsmann hatten wir vorhin schon gesagt, dass das einer der Tagesverlierer war. Wie gesagt, bei uns auch auf der Short-Seite seit gestern. Das heißt, das ist der heutige Tag. Wie gesagt, gestern aktualisiert, da waren wir noch bei 9,30, 9,40. Jetzt sind wir plötzlich bei 8,60, also auch wirklich 5-6%, genau wie der Index hier auf der Short-Seite. Auch hier muss man einfach abwarten, ob die Aktie nochmal ein Stück zurückkommt, hier in den Bereichen 8,90 € oder so, um dann vielleicht mit dem Trick des Traders hier nochmal einen neuen Trade aufzumachen. Infineon ist auch an den Tees, ist auch nicht ganz so glücklich für einen neuen Trade. Hättest du bei Bayer zum Beispiel heute Morgen wieder Einstieg gesucht oder wäre der Trade damit auch geschlossen? Also für mich ist der Bayer Trade nach dieser Bewegung, die hier ist, in der Regel geschlossen. Wenn das vorbei ist, ich kann noch kurz erklären, warum, weil die Uhrzeit für mich nicht mehr passend ist, weil ich in der Mittagszeit hier keine neuen Trades mehr aufmachen würde, weil das Handelsvolumen sieht man hier auch, geht hier natürlich massiv zurück und dann möchte ich halt in dieser Phase halt keine Trades mehr machen. Was wir sehen, hier gab es dann nachher wieder einen Anstieg des Volumens, das heißt hier, als wir durch die Tiefs gegangen sind, sehen wir auch, ist massiv hier die Abwärtsbewegung gestartet. Da hätte man dann nochmal wieder was machen können. Aber das ist auch eine Zeit, in der ich in der Regel nicht hier bin. Also ich kam ja auch heute um 13:30 Uhr aufgrund dessen, dass wir das heute um 14 Uhr das Webinar gemeinsam machen. Aber im Regelfall bin ich erst eine Stunde später hier und ich würde halt nicht mehr, wenn ich um 15 Uhr das hier sehe und wir sind hier schon so weit im Minus, würde ich den Trade halt nicht mehr machen, sondern würde jetzt wirklich warten, dass es die technische Gegenbewegung kommt und die wird auch aus meiner Sicht sicherlich kommen, wahrscheinlich nicht heute, sondern erst morgen. Aber dann würde ich halt versuchen, dann wieder mit der nächsten Bewegung die Short-Seite zu spielen.
Aber eine sehr gute Frage, weil das ist, glaube ich, immer ganz, ganz wichtig. Also ich handle wirklich nur da, so lange, wie das Volumen hoch ist. Und wenn das Volumen niedrig ist, so wie jetzt hier, dann handle ich halt nicht. Zu viele Zufallskurse. Na, Infineon war sicherlich ein ähnliches Bild. Da sehen wir ja auch großes Gap nach unten. Wenn man da jetzt hier einfach draufhaut auf der Short-Seite, wir haben ja auch hier Infineon-Aktie 5,5% Minus, dann haben wir halt das gleiche Problem. Wir gehen hier unten Short und was dann passiert, ist eigentlich diese Gegenbewegung. Und die, das wollen wir eigentlich nicht. Da werden wir unnötig rausgeholt aus dem Markt. Und deswegen ist es immer wichtig, darauf zu warten, dass eine Aktie erst ihren Trend beendet hat und dann mit dem neuen Trend beispielsweise wieder, die dann wieder in die Short-Richtung gehen, dann entsprechend solche Trades aufzumachen. Ne? Also wieder in die südliche Richtung. So. Das würde zum Beispiel Sinn ergeben. Ne? Okay, Börse macht auf. Dann schauen wir doch einfach mal, was denn jetzt die Werte machen, die wir hier hatten. Also wie erwartet McDonald's tatsächlich hier an den Hochs? Ich stelle jetzt auch mal die Zeiteinheit für den Start herunter. Wir sehen auch noch, dass die Geldbriefspannen sehr groß sind. Das heißt zwischen 170,80 und 171,40, das sind 60 Cent, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Also es ist ein relativ großes Geldbriefspanne, wo es aus meiner Sicht auch keinen Sinn macht, da zu handeln, wenn die Spannen so groß sind. Auch hier 0,3%. Ne? Also müsst ihr immer darauf achten, wenn die Geldbriefspannen zu groß sind, dann ist es halt nicht sehr cool, hier entsprechende Trades aufzusetzen. Jetzt wird es langsam weniger, das wird auch in den nächsten 2-3 Minuten wird das immer kleiner werden. Schauen wir uns noch Caterpillar an. Auch wie erwartet, erstmal roundabout 7-8% Minus. Und 3M auch wie erwartet, hat sich auch nichts geändert. Vielleicht auch nochmal kurz einen Blick auf die Indizes. Wie reagieren die jetzt? Ob das auch ähnlich dem Bild ist, was wir vorhin gedacht haben? Also sehen wir auch ganz gut, der S&P Future ist tatsächlich jetzt am Tagestief angekommen. Das heißt, der greift jetzt tatsächlich das Tief aus dem Tageschart an. Ihr erinnert euch, wir haben gesagt, hier ist das alte Tief gewesen bei 2712 und da sind wir jetzt gerade dran. Und im Nasdaq sind wir noch ein Stück davon weg. Das heißt also, im S&P sind wir gerade dabei, tatsächlich dieses Tief anzugreifen, was dazu führen könnte, dass hier viele, viele Trades dann nachher auf der Short-Seite auch aufgemacht werden. Das könnt ihr auch sehr gut sehen bei der Seite Finvis. Kennt ihr wahrscheinlich auch, aber ich will es nochmal auch hier machen, weil es auch eben wichtig ist. Hier gibt es diese sogenannte Map, die ist zeitlich verzögert. Aber ist halt total super, weil hier sieht man nachher genau, ob der Markt eher rot oder eher grün, also sprich er fällt oder er steigt. Und ich packe es auch mal auf die Seite für mich, damit ich da gleich auch noch ein bisschen Blick drauf habe. So. Okay, das heißt, die Short-Seite wird derzeit gespielt. Wie gesagt, nachspringen macht meistens wenig Sinn. Sondern müsst jetzt natürlich euch entscheiden im Handel, ganz wichtig. Seid ihr Daytrader, seid ihr Stundentrader, wo möchtet ihr den Trade aufmachen, wo könnt ihr den beispielsweise am besten verwalten? Und wenn es Gaps gibt, so wie hier, dann macht es halt häufig Sinn, aus dieser Bewegung nach oben dann nach unten zu handeln. Und eher umgekehrt bei Aktien wie McDonald's, die auf der Long-Seite sind, das entsprechend umgekehrt zu machen. Das spannendste Spiel ist eigentlich das, was wir vorher gemacht haben, die Vorbereitung. Das, was jetzt passiert, ist eigentlich der langweiligste Teil des Handelns, nämlich der, wo man eben darauf wartet, dass Aktien sich in eine bestimmte Richtung bewegen. Das ist auch der Grund, warum die meisten Stundentrader sich so schwer tun, die Füße still zu halten, weil die sitzen dann um 15.30 Uhr davor und wollen was tun. Aber sie müssen ja jetzt erstmal 1, 2, 3 Stunden abwarten, bis vielleicht das entsprechende Signal da ist. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil es
es passiert ja erstmal nichts. Das ist immer so dieser wichtige Punkt. Ihr müsst halt wirklich dann abwarten, wenn solche Nachrichten da sind, bis dann das entsprechende Signal halt da ist. Und das kann ja frühestens nach einer Stunde da sein, die Umkehrkerze im Stundenchart. Und wir haben auch gesehen, selbst im Minutenchart dauert es halt meistens auch circa 30 bis 60 Minuten, manchmal 90 Minuten, bis man das erste Signal bekommt. Was schon mal passieren kann, ist, wenn man wirklich eine gute Konstellation bekommt, dass man in den ersten 5 Minuten vielleicht in einen guten Trade reinkommt, wenn er nachrichtengetrieben ist. Deswegen gucken wir auch die Werte hier durch. Also wir sehen, dass auch die Titel, die jetzt schon weit im Minus sind, eigentlich keinen großen Druck auf der Unterseite aufbauen. Ne? Also wenn wir hier 3M beispielsweise nehmen, die ist hier zwar noch 1-2 Minuten gefallen, aber ist es kein Druck mehr auf der Unterseite entstanden. Warum nicht? Klar, die Aktie hat hier ja schon einen Riesengap erstmal gemacht. Und jetzt müssen sich natürlich erstmal alle Marktteilnehmer hier entsprechend orientieren in diesem Markt. Ne? Also deswegen... Ich schaue parallel immer noch auf meinem zweiten Monitor beziehungsweise auf der anderen Seite, ob was ist. Und wenn ich was finde, sage ich euch auch sofort Bescheid. Also auch hier bei Caterpillar sieht man ganz gut, dass hier im Moment kein Druck auf der Unterseite entsteht. Also ihr seht hier unten überall die entsprechenden Schatten. Das zeigt, also die Aktie wird derzeit hier bei 119 etwa erstmal gehalten. Und wenn es dann halt nicht nach unten geht, passiert sowas wie jetzt, dann kommt dann plötzlich Bewegung auf und die findet dann eher auf der Long-Seite statt. Deswegen hütet euch davor, bei negativen Nachrichten einfach blind auf den Short zu springen, sondern ihr müsst wirklich ganz genau darauf achten, auf euren Handelsplan. Schaut euch einfach 10, 20, 50 solcher Werte an. Wie reagieren die in den ersten Minuten? Baut darauf euer Handelssetup auf, euren Handelsplan und dann handelt den Handelsplan einfach runter. Egal, ob im Minutenchart, im 5-Minuten-Chart, Stundenchart, was auch immer ihr dort handelt. McDonald's, ähnliches Bild, auch mit einem großen Gap aufgemacht, ist jetzt so ein 0,5% höher, läuft hier auch ein Stückchen weit nach oben. Auch hier ist jetzt natürlich gleich spannend zu sehen, ob hier das der Bereich ist, wo der Markt sagt, okay, das passt, sodass die Aktie die Chance hat, hier nochmal ein Stück zurückzukommen, um dann für uns einen Einstieg vielleicht zu finden, ob jetzt auf kurzen Zeiteinheiten oder im Stundenchart, erstmal dahingestellt. Im Stundenchart für mich kein Trade, um das gleich zu sagen, weil wir, ihr erinnert euch, in der Analyse ja gesagt haben, wir sind neutral aufgestellt für den amerikanischen Markt, wenn überhaupt dann eher auf der Short-Seite. Das heißt, hier wird es dann auf jeden Fall keine Long-Trades geben können im Tageschart und auch nicht im Stundenchart, weil das übergeordnete Bild, mein sogenanntes Yes-Set, es verbietet, hier entsprechende Trades aufzumachen. Was nicht für Nachrichtentrades oder Daytrades gilt, also das wird schon gehen, weil ich den Trade dann wieder schließe am Ende des Tages, aber eben nicht andersrum. Hier das gleiche im Technologiesektor. Markt läuft noch ein paar Minuten nach oben, aber kommt jetzt dann entsprechend auch zurück. Also wie wir sehen, es passiert erstmal gar nichts im Markt, auch nicht ungewöhnlich, weil eben das Minus relativ groß war bis jetzt. Schon auch, was die Indizes mitgebracht haben. Ja, Dow Jones reagiert positiv jetzt bei der Eröffnung tatsächlich.
Ja, ist einfach kein untypisches Bild, weil der vorbörsliche Abschlag schon sehr, sehr groß war. Und da muss man einfach gucken, ob das überhaupt Sinn macht, dann auf der anderen Seite entsprechend zu agieren. Und meistens ist es besser, dann die ersten 30 Minuten abzuwarten, weil wir häufig einen Trendwechsel nach 30 Minuten sehen in den Indizes. Das heißt, wir haben in den ersten 30 Minuten natürlich die Händler, die emotional auch dabei sind, die beispielsweise Long in 3M waren oder in Caterpillar Long waren, die natürlich jetzt erstmal ihre Position abstoßen oder automatisch abgestoßen wurden durch ihre Stops. Dann findet man eine faire Basis und von dort aus geht's dann irgendwann weiter. Ne? Also von daher Step by Step. Heute Morgen habe ich schon den ersten Artikel gelesen, mit dem Inhalt, dass die Anleger jetzt reihenweise ihre Aktien verkaufen aus Panik. Nicht, dass wir bald den Boden erreichen. Ja, das könnte sehr gut möglich sein, weil es sprechen halt viele Dinge dafür, dass wir jetzt nicht unendlich weiterfallen. Also gerade wenn man eben das, was ich vorhin angesprochen habe, sich die Morgenroutine ein bisschen genauer anschaut, sehen wir halt bei den unterschiedlichen Parametern, die wir uns tagtäglich anschauen, dass wirklich vieles dafür spricht, dass wir schon ziemlich weit unten sind, dass wir erst einmal eine entsprechende Reaktion auf die Gegenseite sehen. Ne? Das ist eben, denke ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist aber etwas, was die meisten eben auch nicht so auf dem Plan haben, dass man wirklich hier wirklich viele Dinge sich immer wieder anschauen sollte, um festzustellen, okay, wo befinden wir uns denn überhaupt im Markt? Was passiert hier eigentlich? Ne? Und die meisten gucken halt nur auf den Chart und gehen von dort aus dann einfach in den Handel rein und machen sich halt überhaupt keine Gedanken darüber, was denn jetzt hier so eigentlich passiert. Ne? Ich mache mal noch gleich eine Tabelle auf dazu. Dauert einen kleinen Moment, hole ich euch gleich rein. Ich fahre die mal gerade hier drüber, weil im Moment eh nicht gerade was passiert. Also hier kann man zum Beispiel, wir erfassen halt sehr, sehr viele Werte in unserer täglichen Routine. Also einmal, wie die Indizes stehen, ob wir eher die Long- oder die Short-Seite handeln wollen. Das sehen wir schon hier im DAX, MDAX eben eher die rote Seite. Gelb ist neutral, rot eher die Short-Seite. Und das passt natürlich auch hier. Euro-Dollar ist nur schwach im Moment. DAX ist auch nur schwach, MDAX auch. Bei den anderen ist es sehr unterschiedlich. Dann sehen wir hier, dass wir eben, und das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, Nelson, wenn Zeitungen das schreiben, immer mehr Short, oder Leute wollen ihre Positionen abbauen, das sieht man eben auch hier. Wir sehen bei den 52 Wochenhochs, dass wir hier 15 Mal fast so viele Jahrestiefs haben als Jahreshochs. Und das ist ja sehr ungewöhnlich, weil wir befinden uns ja eigentlich eher doch ziemlich weit oben noch, auch wenn wir jetzt ein bisschen zurückgekommen sind. Aber grundsätzlich ist das eben so, dass wir hier ganz, ganz viele Aktien auch an neuen Jahrestief sehen, also 15 Mal so viele. Und wenn wir nur mal ein Stückchen zurückgehen, dann sehen wir eben, wenn wir auf Anfang des Monats gehen, da war das Bild noch sehr ausgeglichen. Ne? Also Jahreshochs zu Jahrestiefs. Also das sind wirklich viele, viele Dinge. Dann gucken wir natürlich auf die Branchenrotation, auf Volatilitäten, also viele, viele unterschiedliche Dinge. Und die bilden eben das Bild dafür, ob und wann Märkte long oder wann Märkte short sind. Ne? Und das sind eben Dinge, die aus meiner Sicht eben elementar sind, auf die ich auch viele Jahre erst gerade am Anfang gar nicht drauf geachtet habe, wo ich wie viele andere Trader auch mir nur angeguckt habe, was passiert da gerade, aber eben nicht was anderes. Und das ist eben das, was für mich eben spannend ist, immer hier drauf genau zu schauen, was kommt. Thomas sagt gerade, es gibt einen Trend, der sich hier etabliert. Ja, genau das ist es. Also McDonald baut hier tatsächlich im Minutenchart einen Trend auf. Sehr schön gesehen, Thomas. Markt geht hier hoch. Nichtsdestotrotz ist es für mich einfach
Ich möchte hier einfach warten, dass die Aktie ein Stück zurückkommt, bevor ich hier in den Trade reingehe. Wer jetzt beispielsweise hier am Hoch eingestiegen ist, ist es auf jeden Fall richtig. Und wenn wir in einem Long-Markt gewesen wären, wäre ich auch diesen Trade reingegangen auf der Long-Seite. Das wissen auch alle die, die bei mir aus den Seminaren und Coachings kommen. Das wäre eigentlich ein extrem gutes Setup gewesen in einem Long-Markt, aber aus meiner Sicht in einem Short-Markt halt nicht, weil ich einfach zu viele Marktteilnehmer sehe, die hier auch dran Interesse haben, dass dieser Trend entsteht, um ihre Positionen abzuladen. Deswegen warte ich hier lieber, wenn jetzt der Markt weiter nach oben zieht, okay, dann ist es so, dann habe ich diesen Trade nicht, aber ich warte auf die Setup, dass der Markt hier erst zurückkommt, um dann einen Einstieg zu finden. Aber wer jetzt schon drinne ist, der sollte idealerweise seinen Stop unter diesem Tief hier haben oder alternativ hier, je nachdem, ob man markttechnisch handelt oder ob man eben sagt, nee, es muss ja gar nicht markttechnisch sein, dann wäre man halt hier drinnen. Aber wie gesagt, mir ist das in einem fallenden Markt, wenn der Index schwach ist, zu gefährlich, hier auf die Long-Position zu gehen. Dann würde ich eher hier, wie bei Caterpillar, nach der Erholung lieber auf die Short-Seite setzen. Also beide Seiten sind jetzt für mich sehr spannend. Entweder wenn McDonald's zurückkommt oder wenn Caterpillar zurückkommt, beides ist halt ideal, weil wenn wir uns das anschauen, schön wäre es, wenn Caterpillar hier über die 120 nochmal geht, dass die Leute tatsächlich auf die Long-Seite wechseln, und wenn dann der Markt dreht, habt ihr eine riesige Chance, dann auf der Short-Seite einen guten Trade zu bekommen, weil immer dann, wenn Marktteilnehmer falsch positioniert sind, dann macht es immer den größten Sinn, in Trades hineinzugehen. Also nochmal zu dem, was wir vorhin gesagt haben, also ihr könnt wirklich, wenn ihr eine vernünftige Routine führt, wirklich viele Daten aufnehmen für euch, sehr, sehr gut abschätzen, wo Märkte hingehen, und das wird euch enorm helfen im Handel. Also nutzt es bitte für euch, darauf zu achten, wirklich nur dann Trades einzugehen, wenn euer Gesamtbild eben passend ist. Also die Routine, die wir uns angeschaut haben, ich nutze ja viel das Sechs-Phasen-Modell, dann dazu eben die Morgenroutine, und dann bekommen wir eben ein ganz klares Bild, wann wir wo eigentlich aktiv werden wollen. So, und auch hier bei 3M passiert genau das, was wir eigentlich gerade gesagt haben. Der Markt zieht jetzt hier nach oben. Auch hier ist etwas, was viele Marktteilnehmer jetzt häufig machen. Die gehen jetzt hier long, weil sie hier einen Aufwärtstrend sehen. Und auch das ist aus meiner Sicht genau wie bei McDonald's eben eher nicht so glücklich, weil aus meiner Sicht es eben viel mehr Sinn macht, die Short-Seite bei der Aktie zu handeln. Ich möchte halt nur, dass der Markt natürlich genau das macht, was er jetzt macht, um dann das hier zu handeln. Warum möchte ich, dass der Markt erst hochgeht? Das müssen je mehr Marktteilnehmer jetzt auf die Long-Seite wechseln in der Aktie wie 3M, desto mehr Leute sind plötzlich im Markt, haben Stops im Markt, die dann ja zu unlimitierten Verkaufsorders werden. Und dann macht das Ganze natürlich auch Spaß. Ich hole auch nochmal Finvest rein, das, was wir vorhin aufgemacht haben. Da werden jetzt die Kurse auch aktualisiert. Wie ihr seht hier, der ganze Markt ist mehr oder weniger short. Das Einzige, was steigt, das ist das, was wir vorhin auch schon gesehen haben, Technologiebereich hier und auch McDonald's. Das sind die beiden Werte, die hier short sind. Alles andere eben eher auf der Long-Seite, auf der Short-Seite. So, sorry, genau umgekehrt. So, und hier, wenn ihr dieses Bild immer offen habt, und das habe ich halt immer im Handel offen, dann sehe ich auch sofort, ohne dass ich den Index sehe, ob der Markt plötzlich ins Plus dreht oder nicht, weil wir dann plötzlich dieses Gesamtbild eben von Rot auf Grün geht. Und dann ist man im Stundenchart eigentlich auch immer top informiert, was hier passiert. Ne? Also das sind einfach Kleinigkeiten, die ihr nutzen könnt, neben so Themen wie Branchenrotation und, dass man weiß, welche Branchen gerade gespielt werden. Da möchte ich auch gar nicht so in die Tiefe gehen, aber da könnt ihr halt wirklich viel für euch mitnehmen. Ne? Interessant, auf der Karte von Finvis ist das ja ein Sektor, der heraussticht, ne? Die Utilities sind ganz unten rechts.
Ja, stimmt, das ist alles grün. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, um dann zu gucken, beispielsweise, okay, was ist das auch in den vergangenen Tagen so gewesen? Oder ist das nur heute so? Deswegen kann man auch das hier nutzen. Wie gesagt, wir werten das jeden Tag aus, die Branchenrotation, aber hier kann man zum Beispiel dann umschalten, das könnt ihr auch. Okay, war das in der letzten Woche auch schon so? Also wenn man es auf 5 Tage sieht, ja, war auch schon. Aber waren die auch wirklich so extrem stark? Und da kann man hier dann auch sehen, okay, 1,73%, das war schon richtig, richtig stark, hier dieser Bereich. Und das sind eben tatsächlich dann die Dinge, worauf wir dann eben auch immer wieder achten, auch bei uns in der Branchenrotation. Welche Bereiche sind derzeit stark und welche Bereiche könnten als nächstes kommen? Und das machen wir auch, dass wir uns wirklich hier sehr genau anschauen. So, ich doch noch mal kurz rein. Da seht ihr das dann auch. Moment, so. Auch hier die Gebrauchsgüter auf Monatssicht 1,6% vorne, auf Wochensicht 2% vorne, also wirklich die gesamte Zeit grün und somit auch da die einzigen Bereiche, die wirklich long sind. Das Problem ist nur, dass dieser Bereich zwar long ist, aber gegen den Gesamtmarkt steht. So, und deswegen, da ich jetzt nicht long in einem Shortmarkt handel oder in einem marktneutralen Bereich, ist es für mich nicht interessant. Aber wenn das wieder der Fall ist, dann würde ich halt genau danach gehen, das, was Nelson auch gerade sagte, was wird gerade gespielt. Und das könnt ihr halt alles mit solchen Dingen super machen. Es macht einmal ein bisschen Aufwand, sich das Ganze genau anzuschauen, aber wenn ihr drinne seid, könnt ihr eigentlich nur davon profitieren. Also es wird langfristig immer zum dem gewünschten Erfolg. Wir machen diese Umfragen in jedem Seminar. Das Ergebnis ist immer gleich. Alle die, die ein Trading-Journal führen und ihr einen Handelsplan haben und dieses auch regelmäßig auswerten. Das sind in der Regel genau die, die am Ende des Tages auch im Plus sind mit ihren Konten. Nicht alle, die eins führen, sind im Plus, aber die Mehrzahl. Aber was viel krasser ist, wir haben immer 85-90%, die nicht ein Trading-Journal führen, die keinen Handelsplan haben. Und davon ist wirklich die überwältigende Mehrheit mit ihren Konten nicht vorne. Und das sollte uns immer zu denken geben im Handel. So, schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Also hier passiert im Moment auch noch nichts. Also es kommt weder Druck nach unten auf, wie ihr seht. Also hier sind die Tiefs rausgenommen worden, wo sicherlich auch wieder viele Short gegangen sind. Aber es passiert halt erstmal nichts. Wer hier Short gegangen ist, hat den Stop halt noch im Regelfall hier oben drauf. Mit dem neuen Tief kann man die Stops dann auch schön nachziehen. Aber es ist erstmal nicht zu sehen, dass hier Druck aufkommt bei der Aktie. Also auch hier dasselbe wie bei 3M. Sobald der Markt dies hier macht, dass er hier die Stops auf der Long-Seite rausnimmt und wir dann das Bild nach unten bekommen, dann würde ich den Trade gerne nehmen. Also auch hier Fehlausbruch, wie wir sehen. Markt ist sofort zurückgekommen. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, macht einfach keinen Sinn, dass zu nehmen auf die entgegengesetzte Richtung, sondern immer nur in die Richtung, in die der Markt gerade läuft, weil der Markt einfach so short ist im Moment. Ne? So, jetzt wäre es ganz schön, wenn der Markt hier jetzt gleich auf diesem Level nochmal nach oben wegdrehen würde. Frage kommt noch, Mario, handelst du Intraday Gaps Short und Downtrends Long oder prinzipiell nicht? Doch, ich handle normalerweise auch Upgaps auf der Short-Seite oder Downgaps auf der Long-Seite. Aber für mich ist wichtig, dass sie in einer marktneutralen oder positiven Phase entstehen. Das heißt, wir haben ja hier, können das ja ganz gut an dem Beispiel hier nehmen. Wir haben hier ein Upgap und ich will hier vielleicht die Aktie long handeln. Und wahrscheinlich würde ich normalerweise in einem positiven Markt diese Bewegung, die wir hier sehen, auch schon wieder nutzen, um hier long einzusteigen. So, weil wir kriegen hier neue Hochs, neue Tiefs, also eigentlich das, was ich möchte. Dadurch, dass das aber jetzt genau gegen den Markttrend ist, also der DAX ist im Minus, der S&P ist im Minus, der Nasdaq ist im Minus, wieso soll ich mir jetzt bei einem solchen Marktumfeld die Long-Seite aussuchen? Es fällt mir
einfach zu schwer, weil ich einfach zu oft gesehen habe, dass das nicht funktioniert. Das heißt, ich nehme jetzt nochmal hier die Zeichnung raus. Es passiert einfach zu häufig, wenn ich jetzt sage, ich gehe hier über dem Hochlong, hier anhand der grünen Kerze, setze meinen Stop hier unter das Tief, dass ich dann sage, ich werde hier ausgestoppt. Das passiert einfach zu oft nach meiner Statistik, dass ich nicht das mag, wenn der Markt grundsätzlich eher shortlastig ist. Wenn der Markt longlastig ist, ist das kein Problem. Hier wäre es ja, wie wir sehen, ein Bombentrade gewesen. Aber es ist halt einer von, keine Ahnung, von 5 Trades, der halt dann gut funktioniert. Und wenn man da drin ist, ist es auch alles total super und kann man hinterher auch immer kristallklar sagen, ja, ist total einfach gewesen. Ja, aber die Frage ist ja, was passiert, wenn ihr 10, 50, 100 Trades da macht? Dann mache ich lieber hier auf der Short-Seite Trades, wo es für mich einfacher ist, so wie jetzt hier, wo ich sage, okay, hier gab es das Fehlsignal schon, jetzt auf die Short-Seite zu wechseln. Ich würde mich jetzt nochmal vergewissern, dass die Indizes weiter auf der Short-Seite agieren. Wir sehen, der ES kämpft im Prinzip auch hier mit der Marke. Wir sehen auch, dass die Nasdaq fällt. Es macht aber auch keinen Sinn, Trades auf der Short-Seite auf Stundenbasis aufzumachen, aus meiner Sicht, weil wir eben hier A, noch kein richtiges Signal stehen haben, B, sehen wir meistens nur montags diese Abverkäufe, die häufig dienstags komplett wieder in sich zusammenbrechen und dann genau das Gleiche passiert wie bei dem Beispiel, was wir gezeigt haben hier letzte Woche, dass plötzlich der Markt 4% in die entgegengesetzte Richtung läuft. Stichwort Turnover und Dienstag. Also von daher grundsätzlich, also die Frage ist gut. Man muss wirklich aus meiner Sicht darauf achten, in welcher Marktphase, Thomas, befinden wir uns? Sind wir eher long, sind wir eher short? Und wenn der Markt eher short ist, dann würde ich halt lieber eher die Short-Seite handeln. Wenn der Markt long ist, dann würde ich eben auch beispielsweise bei einem Down-Gap auch longs handeln. Also das würde ich machen, weil der Markt eben dann grundsätzlich eher die Märkte in die andere Richtung zieht. Anders gefragt, würdest du heute in einem Short-Markt McDonald's nach dem Up-Gap handeln, wenn der Trend auf M1 dreht? Das können wir sehr gut. Also tatsächlich, wenn McDonald's hier Schwäche aufbaut, würde ich tatsächlich den Short traden. Das wäre für mich mental viel, viel einfacher, als hier auf der Long-Seite mitzuhandeln. Also wenn wir hier ein Setup auf der Short-Seite bekommen in McDonald's, wäre ich sofort dabei. Okay, das Gleiche würde hier eben auch gelten. Wenn wir hier die Short-Seite bekommen würden, wäre mir das auch viel, viel lieber, weil es viel einfacher umzusetzen ist. Ne? Also wenn wir dieses Szenario jetzt beispielsweise jetzt bekommen würden, der Markt geht jetzt hier runter und läuft kurz hoch, macht hier den Retest und läuft runter, bin ich auch sofort in dem Short-Trade drin, weil dann würde sich auch auf Stundenbasis eine Umkehrkerze bilden und dann macht das Ganze halt für mich Sinn. Ne? So, und hier sehen wir jetzt, ist auch der Angriff auf die Tiefs bei Caterpillar und auch hier wieder das gleiche Bild wie das, was wir gerade gesagt haben. Macht es Sinn, hier den Short aufzumachen, ja oder nein? Wer Short ist, also wer tatsächlich hier den Short hier unten jetzt gemacht hat, okay, alles klar, enger Stop, kann nicht viel passieren. Die Frage ist nur, haben wir hier wirklich viel Dynamik auf dem Short oder haben wir halt keine? Und ich sehe hier halt erstmal keine große Dynamik und deswegen habe ich den Trade auch noch nicht offen. Ich möchte einfach, dass das Bild kommt, was wir gerade hatten, dass der Markt hier kurz zurückkommt und wir dann in den Short hineingehen. Es sei denn, wir bekommen jetzt plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, richtig Druck, dass wir sehen, hier fallen die Kurse sehr schnell, also wirklich eine große Kerze mit viel Volumen. Hier Volumen. Dann würde ich auch die Korrektur nehmen, um hier den Trade aufzusetzen. Also das würde dann auch Sinn ergeben. Ne? Also hier bei 3M konnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir hier in einen Trade gleich vielleicht reingehen können, vom Setup her. Wir haben hier zwar nicht richtig den Trend nach oben aufgebaut, haben aber hier oben die Hochs bei 190 rausgenommen. Das heißt, hier sind die ersten Trader zumindest erstmal mit ihren Short-Positionen ausgestoppt worden. Das sieht man auch hier im Handelsvolumen. Das ist hier in der Minute recht hoch gewesen. Also es sind wirklich viele, viele Bausteine, die jetzt hier zusammenkommen, worauf man wirklich achten muss, was hier passiert. Und dann macht es auch auf jeden Fall Sinn, das Ganze dann zu nutzen. Habt ihr noch Fragen? Dann gerne immer rein, weil dann es macht ja immer Sinn, in der Zwischenzeit das Ganze zu nutzen.
Ah, McDonald's ist richtig stark, ne? Ja, ist richtig stark. Gegen den Markt muss man halt wirklich mögen, gegen den Markt zu handeln. Aber das ist halt ein Trade, der dann funktioniert hätte. Aber wie gesagt, hier sieht man, gibt es keinen Trend. Caterpillar ist ganz, ganz langsam auf dem Weg nach unten, 3M gar nicht. Das heißt, es gleicht sich alles nur aus, aber du hast halt keinen Trade, wo du wirklich Bewegung hast, wo du sagst, am Ende des Tages, du bist wirklich im Plus, weil es gleicht sich halt im Moment nur aus. Und es ist viel, viel einfacher darauf zu warten, dass wirklich Bewegung kommt. Und ich denke, das haben wir vielleicht auch gute Chancen, dass jetzt entweder 3M nach unten wegrutscht oder dass eine größere Bewegung tatsächlich hier jetzt entsteht. Aber im Moment ist es halt, es kriecht halt. Also es ist, der Markt läuft hoch, aber er kriecht halt nach oben, weil der Index auch ein bisschen nach oben geht. Und das ist halt immer so ein bisschen die Problematik. Ich habe noch gerade gesehen, die Kion-Aktie, für alle die, die beispielsweise die Aktie auch geshortet haben, da baut sich momentan auch ein Doppelboden auf Stundenbasis. Also wäre vielleicht auch kein schlechter Zeitpunkt, um die Aktie beispielsweise, wenn die jetzt nach oben wegläuft, dann tatsächlich die Position zu schließen. Weil wie gesagt, morgen sehe ich eher wieder, dass wir wahrscheinlich eher wieder eine leichte Erholung sehen. So, also jetzt bekommen wir hier tatsächlich Druck auf der Unterseite. Ich werde jetzt hier mal schauen, ob ich hier einen Trade vorbereite. Also gerade wenn jetzt hier die Tees bei 187 auch nochmal angegriffen werden. Ich ziehe das mal ein bisschen auseinander, damit man das ein bisschen besser sieht, was hier passiert. So, haben wir jetzt bei 3M schon einen Trend, der nach unten zeigt oder nicht? Das ist ja die spannende Frage, weil man ja immer überlegt, will ich den Trade jetzt machen oder will ich den Trade nicht machen? Ich möchte euch zeigen, wie man das unterschiedlich interpretiert oder wie die meisten das interpretieren. Ist das für euch jetzt schon der Trend, der tatsächlich da ist, oder ist das noch kein Abwärtstrend? Trauen sich nicht. Ich wollte gerade sagen, seid ihr euch nicht sicher oder seid ihr euch doch sicher? Und oder seid ihr schon weg, weil es schon 16 Uhr ist? Wir gesagt haben, wir machen nur bis 16 Uhr. Aber ich würde ganz gerne, wenn hier Bewegung reinkommt, so wie jetzt, dann nochmal gucken, ob wir den Trade-Chart noch aufsetzen können. Also jetzt aus meiner Sicht kommt jetzt tatsächlich hier die Bewegung rein, die wir wollten. Ich würde jetzt auch hier gucken, ob der Markt nochmal nach oben kommt. Das
tiefste Tief war bei 186,50. Genau, also hier war das tiefste Tief, genau. Hänge gespannt an deinen Lippen, sagt Christian. Also ich habe hier den Trade nicht aufgemacht, weil der Aufwärtstrend noch nicht gebrochen war zu dem Zeitpunkt. Zeichne ich hier kurz ein. Hier rauf, hier runter, hier rauf. Der ist jetzt gebrochen. So, und wenn jetzt die Bewegung nach unten kommt, dann fände ich es interessant, den Trade aufzumachen, weil jetzt sind erstmal hier mit der Periode die Stops gezogen worden. Das sieht man auch, das Volumen ist hier gleich angesprungen. Jetzt brauche ich natürlich eine entsprechende Korrektur. Und dann könnte ich tatsächlich unter dem Tief eine Position aufmachen, hier unter der 186,80. Wichtig ist, dass wir jetzt mehrere Perioden als Korrektur bekommen. Das ist ganz wichtig. So, das war noch keine schöne Korrektur. Das ist nur eine Periode gewesen. Das ist für mich zu kurz. Ja, DAO ist jetzt auch zurückgekommen aus dem kleinen Long-Ausflug. Ja, also gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir jetzt hier unter die Tiefs durchrauschen. Dann würde ich den Trade gerne mitnehmen. Oder wir kommen nochmal nach oben, dann wäre es auch okay. So, wir haben jetzt einfach mit einem entsprechenden Stop hier jetzt den Short aufgemacht. Ja, also unter den Tees hier Short gegangen. Das ist die letzte Möglichkeit hier für mich, einen Short aufzumachen. Mache ich eigentlich immer sehr ungern am Tief. Also mir wäre lieber gewesen, wir hätten hier die Korrektur über 3, 4, 5 Perioden gemacht, um dann hier reinzukommen in den Trade. Das wäre so das Idealszenario gewesen für einen Trade aus meiner Sicht. Aber man kann es sich ja nicht malen. Das ist ja immer so ein bisschen die Problematik beim Trading. Ich weiß nicht, ob es für euch okay ist, wenn wir noch 5 Minuten überziehen. Nelson, ist es okay für dich, wenn wir noch 5 Minuten gerade hier drin bleiben? Von mir aus, überhaupt kein Problem. Und dann sehen wir, was passiert, ob wir den Stop nachziehen können, Stop nicht nachziehen können und dann wir haben ja auch 10 Minuten später angefangen und ist halt immer, finde ich immer spannend, wenn man dann auch die Chance hat auf einen Trade, wenn wir den auch dann vielleicht gerade zeigen können. Sehr gern. Also wir sehen schon, also richtig Druck kommt, sieht anders aus. Wir sehen allerdings auch, dass der Umsatz hier tatsächlich beim Durchbruch wieder etwas höher war, was erstmal ein gutes Zeichen ist, was aber auch erstmal nicht verwunderlich ist, denn die Leute, die natürlich auf der Long-Seite gehandelt haben, natürlich entweder hier unten unter ihre Stops haben sitzen gehabt oder eben hier unter den Tiefs. Das sind immer die beiden Punkte, wo im Regelfall Stops sitzen. Das heißt, wenn ihr wisst, wo die anderen ihre Stops sitzen haben, könnt ihr daraus natürlich einen Handelsplan entwerfen, der euch immer einen Vorteil im Trading bringt, ne? Also das sind immer die Dinge, auf die man halt achten muss. Ansonsten im Trading eigentlich immer das gleiche Spiel im Regelfall. Die Chancen im Daytrading liegen bei den meisten Tradern eher bei 50-50, ob der Trade aufgeht oder nicht. Das heißt, eigentlich würde es dann gar keinen Sinn machen, auf Minute zu traden, wenn nicht der durchschnittliche Gewinn im Durchschnitt höher wäre als der durchschnittliche Verlust. Das heißt, Ziel muss es immer sein im Daytrading, dass ihr mehr Gewinne macht als Verluste. Und wenn das funktioniert, dann seid ihr easy raus, weil ich sag mal, selbst bei einer Trefferquote von 45% oder
auf 40%, wenn euer Gewinn immer doppelt so groß ist, dann funktioniert das ganze System. Ist das nicht der Fall, funktioniert euer System eben nicht. Deswegen ist das Handelsjournal so wichtig, dass ihr das auswertet. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Welche Entscheidung ihr natürlich auch treffen müsst hier bei solch einem Handel, macht ihr einen reinen Bewegungstrade oder eben einen entsprechenden Trendtrade, ne? Da sind noch zwei Fragen für dich reingekommen. Wo ist dein Stop aktuell und wäre es nicht jetzt auch wieder Caterpillar interessant? Ja, können wir gucken. Also schauen wir erst auf Caterpillar, weil wenn eine interessante Situation ist, macht das natürlich Sinn. Caterpillar war das Setup, was wir handeln wollten, dass der Markt eher dieses Muster hier bringt. Also wie gesagt, wir hätten hier natürlich wie jetzt auch bei 3M einfach die Shorts an der Unterseite machen können. Aber ich habe gesagt, ich würde gerne lieber sehen, dass der Markt hier zurückkommt und ich werde mein Setup nicht dadurch ändern, nur weil der Markt jetzt hier die ganze Zeit fällt. Weil dann, wenn ich hier getroffen hätte, die Entscheidung, wäre ich zwischenzeitlich im Plus. Jetzt die Entscheidung danach zu nehmen, ist für mich immer sehr gefühlt immer sehr schlecht, weil wenn ich jetzt unten unter den Tiefs short gehen würde, kann das sein, dass ich der Letzte in dieser Kette bin, der jetzt hier diesen Trade aufmacht. Deswegen finde ich persönlich das nicht so gut, wenn dann überhaupt das Erste zu nutzen, so wie wir das hier auch gemacht haben, das ist für mich dann immer wesentlich angenehmer im Handel das zu machen. Wo ist mein Stop hier? Der sitzt jetzt hier über dem Hoch bei 186,80. 186, ja, 85, glaube ich, ist das. Warum? Weil wir hier einen Bewegungstrade haben, der hier derzeit offen ist. Mal in groß, damit man es besser sehen kann. Also ich möchte die Bewegung nach unten einfach handeln. Wir haben derzeit hier einen ganzen Haufen Innenkerzen. Also solange wir hier in diesem Bereich sind, sind es alles Innenkerzen. Das heißt, mein Stop sitzt dann entsprechend hier über dem Hoch. Jetzt schön, wenn jetzt nochmal wieder ein bisschen Dynamik auf der Unterseite aufkommen würde. Weil dann könnten wir unsere Stops auch nachziehen. Aber was wir sehen, sind derzeit halt alles nur Innenkerzen. Schön ist immer, dass man mental natürlich immer sieht, wenn man den Stop schon ranziehen konnte, auch wenn er nur noch nicht auf Break-Even ist, aber wenn man den schon halbiert hat, dann hat man, wenn man beispielsweise ein 100 Euro Trade aufgesetzt hat oder ein 100 Dollar Trade, also 100 Dollar Verlust, nicht nur für 100 Dollar, sonst hätten wir ja nur eine Aktie shorten können, aber wir sind ja mit 100 Short, dann hat man halt das Risiko auch schon halbiert. Das heißt also, selbst wenn der Trade jetzt nicht aufgeht, in die entgegengesetzte Richtung zieht, hat man halt nur bei diesem Beispiel jetzt, ich weiß nicht, wo ist der Short eingegangen, 186,38, der Stop sitzt hier oben drauf, also sind noch 50 Cent, das heißt, es sind 50 Dollar Risk, die wir hier in diesem Trade maximal haben. So, und das ist eben immer sehr angenehm als Trader, wenn man einen Trade aufmacht,
und man jetzt plötzlich das Risiko dann hier entsprechend halbiert hat. Also alles noch Innenkerzen. Was wir hier sehen, ist eine trendbestätigende Korrektur. Vorhin kam noch mal die Frage, wo die ganzen Daten herkommen für die Morgenroutine. Also das, was wir hier vorhin schon gezeigt haben, das sind so die Daten, die auf jeden Fall immer wichtig sind, die wir vorhin gezeigt haben. Darüber hinaus gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl an Daten, die wir nutzen. Also ich glaube, insgesamt dauert die Morgenroutine, wie gesagt, um die 30 Minuten, weil es fast 30 Daten sind, die wir aufnehmen, von denen man auch wissen muss, wie die interpretiert werden. Und wir machen das auch nur diese Daten in der Veröffentlichung bei uns in der Mastermind-Gruppe beziehungsweise im Mastermind-Seminar, weil wir dort auch über 2 Tage genau erklären, wie diese Morgenroutine funktioniert in dem Detail. Aber diese Dinge, die wir uns jetzt angeguckt haben, sind wirklich aus meiner Sicht eben sehr, sehr wichtig. Eben, wie gesagt, VDAX New noch für euch. Ganz wichtig, wenn man im deutschen Markt aktiv ist, und der VIX Future ganz wichtig für den amerikanischen Markt, um zu gucken, sind wir in Contango oder sind wir in Backwardation, weil wir daraus sehr schnell lesen können, wie sich die Großen hier positionieren. Ja, also ich würde sagen, lass uns noch 2-3 Minuten abwarten, ob der Markt jetzt nach unten zieht oder nicht, dass wir die Stops dann zumindest in den Gewinn ziehen können. Aber wenn ihr jetzt noch 3-4 Minuten hier seitwärts tendiert, dann würde ich sagen, schließen wir es auch hier, weil ich auch gleich noch ein Coaching habe. Ja, Dow Jones hat jetzt endlich auch ein neues Tief gemacht. Denn jetzt. Das könnte vielleicht auch den Indizes helfen. Hier, S&P scheint jetzt tatsächlich hier auch das Tief hier zu machen. Das, was wir heute ja schon angesprochen haben, dass hier kontinuierlich die Tiefs kommen. Auch Nasdaq macht den Angriff auf die Tiefs. Also wenn dieses Bild kommt und wir uns hier unten festsetzen, dann wird es nochmal eine komplett andere Marktlage werden, als wir das bisher gehabt haben. Also das ist ganz, ganz klar, weil dann auch viele, viele andere Marktteilnehmer dann plötzlich ein anderes Denken für den Markt bekommen. Wenn wir dann nicht morgen ein Reversal sehen, dann könnte es wirklich nochmal richtig rappeln im Karton diese Woche. Ja, Dow Jones minus 500 Punkte, auch nicht schlecht. Ja. Das ist echt krass, wenn man sich das anschaut. Aber eben, wie gesagt, nicht unerwartet. Also wir haben es auch gestern ja schon angesprochen gehabt, dass wir hier sehr, sehr dicht an dieser Gefahr sind, dass wir hier wegrutschen können. Und das ist halt, wenn wir hier die Tiefs rausnehmen, so wie jetzt beim S&P, dann dreht sich das gesamte Bild nochmal. Ne? Und das sind eben Dinge, die könnt ihr einfach selber jeden Tag euch halt anschauen. Ihr seid da wirklich, wenn ihr euch da jeden Tag mit beschäftigt, dann mit eurer Morgenroutine sehr dicht dran. Und wenn ihr einfach mal ein bisschen Übung bekommen wollt, sehen wollt, wie wir das machen, und ihr zum Beispiel noch nicht den Screening-Dienst von uns abonniert habt, dann könnt ihr den auch für 4 Wochen für 1 Euro einfach testen, um zu gucken, einfach auch mal abzugleichen, was macht ihr im Verhältnis zu dem, wie wir bei uns im Handelsbüro vorgehen. Für viele ist es wirklich auch mal ein Abgleich gewesen, auch viele, die im Seminar waren, die gesagt haben, wir nutzen das erstmal, um zu gucken, und viele andere sagen einfach, ist einfach super vom zeitlichen Aufwand her zum Ertrag, und dann kann man es auch machen. Also ihr findet das bei uns auch unter www.lüttemann-coaching.de und dann einfach nur nach dem Screening-Dienst und dann bei 1 Euro schauen. So, jetzt sehen wir haben einen Teilverkauf gerade reingekriegt. Also wir haben 2R mit der ersten Position gemacht. Wir sind nämlich vorhin nicht ausgeführt worden, als der Markt unten drauf gelaufen ist. Ist aber auch nicht schlimm. Jetzt haben wir eine Hälfte, die andere Hälfte lassen wir laufen. Das heißt, wenn der Kurs jetzt hier schließt, dann können wir auch den Stop hier jetzt nachziehen, und die restliche Position würde ich jetzt hier auch erst einmal laufen lassen. Ich würde vielleicht noch einen zweiten Teilverkauf machen, wenn wir hier Richtung 183 ziehen. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn.
Das heißt, ich würde jetzt hier über das Hoch den Stop setzen bei 185,27. Das ist hoch. Das heißt, die Position kann nur noch im Plus enden. Und ich denke, wir werden hier bei 184,5 und auch den zweite Order setzen. Das ist jetzt ganz schön, weil jetzt kann man einfach eine Limit-Order setzen, egal was jetzt passiert. Man verknüpft die einfach miteinander, die beiden Orders. Und selbst wenn ich jetzt gleich im Coaching bin, brauche ich nicht mehr danach zu gucken, weil entweder wird der Stop ausgeführt oder entsprechend, was war das? Jetzt habe ich versehentlich mir selber die Order rausgeschossen, weil ich nicht auf Limit gegangen bin. Das war nicht so geplant. Also wenn ihr es macht, also ich würde jetzt bei 184,5 meine Order setzen und den Stop entsprechend realisiert. Immer über dem Hoch hier bei 185. Pass auf, der wird nochmal was einzahlen. Also. Okay, dann würde ich nochmal kurz zusammenfassen, was wir heute gemacht haben. Also wir haben uns angeschaut, wie ich in die Marktvorbereitung gehe, welche Dinge dazugehören. Aus meiner Sicht, um sich entsprechend vorzubereiten. Wenn ihr im Daytrading seid, könnt ihr auch gerne vielleicht gerade als Daytrader vielleicht auch ein kostenpflichtiges Abo machen für Nachrichten. Das kostet unter 100 Euro, macht also durchaus Sinn für einen Daytrader. Für die anderen eben einfach die kostenfreien Tools nutzen. Nehmt euch für die Analyse lieber 5 bis 10 Minuten mehr Zeit, als dass ihr zu fix seid, also zu schnell seid mit dem, was ihr macht. Das macht meistens nicht so viel Sinn. Das ist gut investierte Zeit, in der Handelsvorbereitung wirklich gut zu agieren. Lasst euch nicht in Trades hineindrücken. Also geht immer nach eurem Handelsplan vor. Verändert das bitte nicht, sondern macht euch einen Plan, macht 100 Trades dort, ob in Demo oder mit 5, von mir aus auch mit 10 Euro Trades oder 10 Dollar Trades, dass ihr Routine da reinbekommt, dass ihr möglichst schnell 50, 100 Trades bekommt, um Erfahrungen zu sammeln und dann von dort aus Auswertung machen im Handelsjournal, genau zu gucken, was funktioniert nicht. Wie gesagt, wenn ihr 100 Trades macht und ihr geht mit 10 Dollar Risiko rein und ihr verliert davon 50 Stück oder 60 Stück, dann habt ihr vielleicht 500 Dollar verloren. Auf der anderen Seite werdet ihr auch 30, 40 Gewinntrades haben. Also das heißt, das sind so 200, 300 Dollar, die man vielleicht in der Zeit verliert. Man kriegt aber sehr viel Vertrauen in das, was man tut, kann gut auswerten. Und vielleicht ist es auch so, dass ihr auf die 100 Trades sogar schon break-even oder im Plus seid. Umso besser. Trotzdem ist die Auswertung hinten raus wichtig. Dann schauen, was passiert um 15.30 Uhr? In Long-Märkten eher tendenziell Long, in Short-Märkten eher tendenziell Short. Am besten News-Trades machen im Tag- und Stundenhandel. Dann immer nur das, was euch eure Großwetterlage sagt, zu handeln. In die Richtung, alles andere nicht. Dann ganz entspannt in den Trade reingehen, ohne Hektik. Und dann macht ihr den Trade. Und wenn ihr Glück habt, dann läuft der Trade halt in den Plus. Und wenn ihr kein Glück gehabt habt oder der Trade ins Minus läuft, dann ist das auch nicht schlimm, weil jeder zweite Trade wird halt nur funktionieren im Durchschnitt. Und wenn es so ist wie jetzt hier, dass wir den Trade ins Plus bekommen, ist das sehr schön. Aber es ändert am Ende des Tages nichts. Das hätte auch genauso gut im Minus landen können. Wäre genauso gut gewesen, weil das, was wir umgesetzt haben, genau das war, was wir umsetzen wollten. Und darum geht es eigentlich. Handelsplan machen, umsetzen, auswerten, Haken dran. Und dann an den nächsten Tag schauen, was passiert ist. Und dann nochmal, wenn man aus der Position draußen ist, nochmal analysieren, habe ich alles richtig gemacht oder nicht. Das könnt ihr auch bei uns in der Facebook-Gruppe machen. Haben wir heute ja auch schon drüber gesprochen. Markttechnik erfolgreich handeln, eure Trades posten. Im Regelfall werden die Trades innerhalb der nächsten 24 Stunden freigegeben. Es muss nur einer von uns sehen, dass ihr einen Trade postet. Dann geben wir die frei, dass die anderen das auch kommentieren können und ihr da auch viel draus lernt. Ja, ich hoffe, ihr habt für euch einiges mitnehmen können aus dem, was wir hier heute gemacht haben. Wenn es euch gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Webinar wieder mit dabei seid oder wir uns vielleicht in Düsseldorf sehen. Würde ich euch gerne einladen. Ihr habt ja sicherlich gesehen, wir haben in den letzten 1-2 Wochen auch schon mal Werbung dazu gemacht. Auch CapTrade und Flatex haben dazu schon mal Werbung gemacht. Wir machen eine große Veranstaltung, großes Seminar in Düsseldorf. Alle Informationen findet ihr unter www.lüdemann-coaching.de/rendite.
Da machen wir ein zweitägiges Seminar für euch. Wirklich, es wird sehr viel um das Thema Trading gehen, sehr viel, welche Investmentstrategien nutzen wir, welche Tradingstrategien nutzen wir. Wir machen das zusammen unter anderem mit André Stagge, aber auch zwei Mitarbeiter von mir sind mit dabei. Also es ist wirklich ein super Event. Wir haben es schon Anfang Juli auch in München gemacht, 2 Tage. Und für euch statt 399 € nur 99 €. Sind auch schon 2/3 der Tickets weg. CapTrader hat es auch schon gestern noch im Newsletter beworben. Also es gibt, glaube ich, noch insgesamt 23, 24 Tickets. Wenn ihr also mehr erfahren möchtet und euch das Spaß gemacht heute, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in Düsseldorf sehen bei Rendite Unlimited oder eben auf der World of Trading in Frankfurt. Ja, das von meiner Seite. Vielen Dank, Thomas, für den Kommentar. Tolles Webinar. Hat mir gerade Daytrading sehr viel gebracht. Wie gesagt, mache ich sehr gerne. Freue mich auch immer über die Zusammenarbeit mit CapTrader und FX Flat. Wünsche euch noch einen tollen Nachmittag. Viel Erfolg an den Märkten. Passt auf eure Positionen auf. Und dann gebe ich wieder zurück an Nelson. Ja, Mario, vielen Dank. Ich kann mich den Feedbacks nur anschließen. Heute super Webinar. Ganz viel Inhalt und sogar auch noch Live-Trading. Also hast du wirklich heute alles geboten. Aufzeichnung wird, wie immer, versuche ich so schnell wie möglich online zu stellen. Und vielen Dank für die Teilnahme natürlich, denn wir machen das ja alles für Sie und auch für die Fragen, für die Interaktion hier im Chat. Passen Sie auf Ihre Positionen auf, haben Sie noch einen schönen Abend und noch eine schöne Restwoche. Das nächste Webinar mit Mario ist am 5. Dann mal wieder mit Marktausblick. Und bis dahin Ihnen alles Gute und bis demnächst mal. Tschüss zusammen.